Einen schönen guten Abend Ihnen allen und euch allen. Ich darf Sie im Namen des Verlags Die Werkstatt ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Christoph Schottes und wir stellen heute vor Werder im Nationalsozialismus, Lebensgeschichten jüdischer Vereinsmitglieder. Ich freue mich sehr, dass das Buch jetzt fertig ist, dass eine lange und intensive Erarbeitungszeit hatte. Und ganz kurz, in unserem Verlag sind zu vielen großen Vereinen die NS-Geschichtsaufarbeitungen erschienen im Laufe der letzten 20 Jahre, zu Werder noch nicht. Trotzdem ist Werder ein Verein, der sehr früh begonnen hat, sich mit der eigenen NS-Geschichte auseinanderzusetzen. Das ist in Ausstellungen eingeflossen, in diverse Aufsätze, Beiträge, in Büchern zur Vereinsgeschichte, aber eben noch nicht in eine eigene Publikation gemündet. Das ist jetzt erstmals der Fall. Darüber freuen wir uns sehr und das ist wahrscheinlich auch noch nicht das Ende der Geschichte. Da gibt es sicherlich noch mehr zu erforschen und zu schreiben. Aber jetzt ist erstmal ein Punkt gesetzt. Und das Buch wird heute vorgestellt. Ralf Lorenzen hat freundlicherweise die Moderation übernommen. Ich möchte mich noch ganz herzlich bedanken für diverse Unterstützungen, die wir bekommen haben. Einmal vom Verein in vielerlei Hinsicht. Auch vielen Dank, dass wir hier heute das Buch vorstellen dürfen. Dann vom Rotary Club Bremen, der beigetragen hat. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft hat unterstützt. Und so können wir nun das Buch in die Welt schicken. Ich möchte noch kurz sagen, die Hygieneregeln hier sind wie üblich. Wer am Platz sitzt, darf die Maske abnehmen. Wer sich vom Platz wegbewegt, muss sie aufsetzen. Man kann da drüben im Bereich auch Getränke bestellen. Und wenn es nicht allzu unruhig wird, kommen die Kolleginnen auch an den Platz und nehmen Bestellungen auf. Ja, ansonsten wünsche ich uns einen anregenden Abend. Es gibt sicherlich viel zu besprechen und zu diskutieren. Und damit übergebe ich dann an Ralf Lorenzen. Danke. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Christoph Schottes vom sehr verdienten Verlag Die Werkstatt. Ich möchte Sie auch recht herzlich begrüßen zu diesem dreigeteilten Abend. Was wir im Einzelnen vorhaben, werde ich Ihnen gleich noch erzählen. Aber erstmal noch mal kurz den Dank an Werder noch mal ein bisschen vertiefen, weil die ganz kurzfristig hier eingesprungen sind, der ursprüngliche Veranstaltungsort abgesagt hat und speziell Herr Grunewald, Jens Höfer und Florian Schwarz hier das für uns organisiert haben, auch dass wir so eine tolle Technik hier haben heute Abend. Und dann noch einen Dank auch an Erinnern für die Zukunft, die diese Veranstaltung hier auch mittragen. Wie gesagt, wir haben eine dreigeteilte Veranstaltung. Am Anfang wird Sabine Perien zu meiner Rechten das Buch vorstellen. Anschließend werden wir hier eine Diskussionsrunde auf dem Podium haben. Ich werde die Teilnehmerinnen gleich noch mal im Einzelnen vorstellen, aber erstmal namentlich Tamar Rappoport möchte ich herzlich begrüßen, Herr Grunewald, Thomas Hafke und Markus Meyer. Wie gesagt, die Funktionen und die Schwerpunkte werde ich dann im Einzelnen noch mal sagen. Dann der Hinweis, dass gefilmt wird, allerdings nur das Podium. Sie werden also nicht im Bild erscheinen. Bevor wir loslegen, habe ich mir überlegt, weil es sind ja in den letzten Wochen auch mehrere Veranstaltungen schon haben stattgefunden und immer taucht ein bisschen das Bedürfnis auf, sich ein bisschen zu dem zu verhalten, was jetzt eigentlich wirklich so in den Köpfen drin ist, nämlich den Krieg in der Ukraine. Deswegen habe ich Herrn Grunewald gebeten, am Anfang mal ein paar Worte dazu zu sagen, wie Werder auf die Situation reagiert und speziell auf die vielleicht zu sagen, wie es den drei Schachspielern geht aus der Schachabteilung, die sich in der Ukraine befinden. Ja, vielen Dank. Es ist in der Tat ja kein leichter Anlass, aber das Thema heute Abend ist ohnehin ja bedeutungsvoll. Aber dass wir das in einer Zeit
diskutieren und das Buch hier vorstellen, in der wir in Europa seit 3 Wochen, muss man sich ja schon wieder sagen, schon wieder im Krieg sind. Das ist eine Vorstellung, die mich wirklich jeden Tag bedrückt. Und natürlich werden wir alle damit konfrontiert und haben Möglichkeiten, damit umzugehen. Und jeder sucht da individuelle Möglichkeiten, ob man spendet oder sich engagiert oder konkret auch Alltagshilfe, humanitäre Hilfe leistet. Wir als Werder sind auf verschiedenen Ebenen aktiv und versuchen im Rahmen dessen, was wir leisten können, zu unterstützen. Das eine ist natürlich, dass wir mit unserem Partner, dem SOS Kinderdorf, Spenden sammeln, sowohl finanzielle Spenden als auch Sachspenden, die wir dann, weil das SOS Kinderdorf auch in der Ukraine aktiv ist, dass sozusagen eine direkte Transformation auch dieser Gelder in die Projekte dort fließen kann. Wir haben auch beschlossen, dass wir freie Rücklagen aus der Werder Stiftung, die wir noch zur Verfügung haben, an finanzielle, also nochmal direkt an andere Organisationen unsererseits wiederum spenden, um dort direkte Hilfe zu leisten für Hilfsorganisationen vor Ort, unter anderem auch für eine Hilfsorganisation, die uns über unsere ukrainischen Schachgroßmeister genannt worden ist. Wir haben leider keinen direkten persönlichen Kontakt, aber der Mannschaftskapitän unserer Schachmannschaft ist auch gebürtig aus der Ukraine, von der Krim, also auch nochmal mit einer besonderen politisch-historischen Geografie versehen. Der hat also Kontakt und die haben uns eine Hilfsorganisation genannt, der wir gerne Spenden zukommen lassen wollen. Das werden wir jetzt auch noch veranlassen. Und dann würde das Geld dort auch in die Nähe unserer ukrainischen Schachspieler gehen. Darüber hinaus haben wir als Sportverein, der wir nun mal sind, uns natürlich auch im Präsidium mit diesem Thema beschäftigt. Wir werden jetzt ganz unbürokratisch und ohne formelle Aufnahmeriten immer mehr Kinder in unseren Trainings- und Spielbetrieb integrieren, die als Flüchtlingskinder gerade jetzt frisch zu uns gekommen sind. Wir haben in der Fußballabteilung jetzt schon ca. 20 Kinder, die im Trainingsbetrieb sind. Wir haben aber auch in der Abteilung Turnschule Gymnastik noch Plätze und wir werden auch im Tischtennis Plätze bieten, um einfach ein niedrigschwelliges Sportangebot zu unterbreiten und ihnen dort die Möglichkeit zu geben, ein Stück weit einen strukturierten Alltag auch bei Werder zu erleben. Und ich konnte heute, und das freut mich besonders, noch eine weitere Trainingszeit generieren. Wir arbeiten ja in der Flüchtlingshilfe schon sehr lange mit unserem Partner, mit Refugio als Organisation zusammen. Und dort haben wir jetzt eine Trainingszeit tatsächlich frei. Und die haben wir deshalb frei, nicht weil das Projekt gescheitert ist, sondern im Gegenteil, weil es so erfolgreich ist. Denn alle Flüchtlingskinder, die wir seinerzeit in diesem Projekt hatten, sind inzwischen sozusagen alle in den Normalbetrieb anderer Sportvereine integriert worden und damit ein Stück weiter aus dem separierten Sport nun in den sozusagen organisierten Vereinssport eingetreten, ein Stück tatsächlicher Integration. Und diese Trainingszeit am Dienstagnachmittag, die ist jetzt frei. Und dann haben wir wiederum sozusagen die Möglichkeit, jetzt ukrainischen Flüchtlingskindern da nochmal ein zusätzliches Sportangebot zu unterbreiten. Und in dieser Gesamtsumme von finanzieller Hilfe, von Sachspenden und eben auch von einigen humanitären Aktionen im Alltag plus gesonderten Sportangeboten hoffen wir, einen kleinen Beitrag leisten zu können, um den Menschen hier ein Stück weit Willkommenskultur und Unterstützung geben zu können. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Skronewald. Den dritten Teil der Veranstaltung hatte ich Ihnen eben noch unterschlagen. Selbstverständlich haben Sie am Ende auch Gelegenheit, selbst Fragen und Anregungen in die Diskussion mit reinzugeben. Jetzt möchte ich aber erstmal Sabine Pamperien vorstellen. Sie ist gebürtige Bremerin, hat Geschichte sowie Rechts- und Literaturwissenschaft studiert. Aus ihrer Tätigkeit als freie Journalistin ist unter anderem der Spiegel-Bestseller Helmut Schmidt und der Scheißkrieg hervorgegangen. Frau Pamperien, bitteschön. Danke. Ich freue mich sehr, dass ich heute unser gemeinsames Buch vorstellen darf. Ich wollte eigentlich nicht mit mir selbst anfangen. Ich würde aber gern etwas plastisch machen an diesem Buch, das ich am besten an meinem eigenen Zugang zu unserem gemeinsamen Thema zeigen kann. Ich hole jetzt etwas aus, verspreche aber schon jetzt, ich komme auf den Punkt.
Ich erhielt im Sommer 2020 einen Anruf meiner Mutter, die mich fragte, ob ich Buten und Binnen gesehen hätte. Ich hatte nicht. In einem Beitrag über die NS-Vergangenheit eines ehemaligen Werder-Präsidenten stimme etwas nicht, sagte sie. Das soll ich mir unbedingt anschauen. Das sei doch mein Thema. Mir war der Name Alfred Ries zuvor allenfalls schemenhaft geläufig. Was ich nun über ihn und seine Verbindung zum Geheimdienst sah und hörte, war in der Tat alles andere als stimmig. In der Sendung ging es vorwiegend um eine neu aufgetauchte Geheimakte eines Bremer Abwehrmitarbeiters namens Frischmuth, der Alfred Ries zu Papieren verholfen hatte. Zwischen allen Zeilen schwebte der Vorwurf, dass Alfred Ries als Agent dieses Frischmuth die Nazis unterstützt habe. Ein seltsames Konstrukt mit Geraune wie: In der Akte stehe, Frischmuth sei ein Günstling von Canaris gewesen. Keine Einordnung, kein Kommentar, eindeutig negativ gemeint. Allein die Verbindung zum Chef der deutschen Abwehr bedeutet Dreck am Stecken. Was für ein Humbug. Jeder Historiker sagt beim Hinweis auf enge Verbindung zu Canaris, aha, gehörte die Person möglicherweise auch zum Widerstand? Eine seriöse Herangehensweise sieht hier folgende Schritte vor. Was gibt es an Standardliteratur? Dann weiter Quelle einordnen. Herausfinden, ob die behauptete Verbindung überhaupt belastbar ist. Gibt es Beweise, Widersprüche, Querverbindungen, ähnliche Fälle? Wie belastbar sind Zeugenaussagen? Gibt es unausgewertete Quellen? Diese Arbeit macht übrigens unglaublichen Spaß. Zu dem Thema, das mich nun schon gepackt hatte, gibt es in Deutschland einen Experten, der seit Jahrzehnten zur Abwehr publiziert, mit besonderem Fokus auf die wenigen Widerständler und jüdische Agenten. Winfried Meyers Studien Unternehmen 7 und Klatt, Hitlers jüdischer Meisteragent gegen Stalin, Überlebenskunst in Holocaust und Geheimdienstkrieg sind weltweit anerkannte Standardwerke. Da hätte sich der Fernsehmann zumindest darüber schlau machen können, dass seine Gleichung Agent der Abwehr gleich Kollaborateur der Nazis gar nicht aufgeht. Immerhin regte der ungute Fernsehbeitrag am Schluss an, das Leben des Diplomaten und Fußballpräsidenten Alfred Ries noch einmal, ich zitiere, von unabhängigen Historikerinnen und Historikern überprüfen zu lassen. Damit war ja wohl ich gemeint. Noch am selben Tag recherchierte ich, ob ich nicht auch irgendwie an diese Geheimakte über Ries' vermeintlichen Agentenführer Frischmuth kommen konnte. Nun ja, das entpuppte sich als simpel, denn geheim ist die Akte seit Jahrzehnten nicht mehr und zudem lässt sie sich praktischerweise für 3,50 Pfund in Echtzeit aus dem digitalisierten Bestand der National Archives in London herunterladen. Die Akte besteht fast ausschließlich aus Protokollen von Verhören gefangengenommener Abwehrmitarbeiter durch die westlichen Alliierten und Auswertungen dieser Aussagen durch den britischen Geheimdienst SIS. Der Name Ries taucht nirgends auf. Andere Namen sprangen mir dann ins Auge. An mehreren Stellen fanden sich Hinweise, dass Frischmuth von Verfolgung Bedrohte in der Abwehr unterbrachte, um sie dem Zugriff der Gestapo zu entziehen. Da praktischerweise auch die Heimadressen in Bremen vermerkt waren, konnte ich direkt vor Ort weitere Nachforschung anstellen. Ich bin ins Bremer Staatsarchiv marschiert und habe neben den Ries-Akten die Akten der drei anderen eingesehen. Walter Oliver, nach dem Krieg Rechtsanwalt und Notar in Bremen, hat in seinem Wiedergutmachungs- und Entschädigungsverfahren über seine Tätigkeit für die Abwehr und Frischmuth ausgesagt. Auch ihm wurde sie vorgeworfen, wie auch dem ehemals stellvertretenden Direktor der Baumwollbörse Ernst Rodenberg. Helmut Oliver, der über seine Tätigkeit in Frankreich und die Gründe, wie er zur Abwehr gekommen war und was er dort tat, gegenüber den französischen Vernehmern ausführlich ausgesagt hatte, das Protokoll befindet sich in der Frischmuth-Akte, verschwieg diese Tätigkeit im Entschädigungsverfahren, in dem sein Bruder ihn anwaltlich vertrat. Damit entging er den Kollaborationsvorwürfen durch die Bremer Behörden, die erst durch eine absolut eindeutige Stellungnahme der US-Administration zugunsten der zu Unrecht Verdächtigten gestoppt wurden. Ich habe laut lachen müssen, als ich in der Akte las, dass Helmut Oliver seit 1947 Verwaltungsdirektor und stellvertretender Intendant von Radio Bremen war. Das wäre die Story gewesen für den rasenden Reporter. Ich kam bei dieser ersten kurzen Recherche auf insgesamt 9 Personen, denen Frischmuth auf die eine oder andere Weise geholfen hat, darüber hinaus auch Familien, denen er vergeblich zu helfen versucht hatte. Letzteres ist schon nachlesbar bei Winfried Meyer über Rettungsaktionen der Abwehr, der allerdings nur den Decknamen Frischmuths nannte. Was diese helfenden Abwehrmitarbeiter verbindet, ist ihre Beteiligung an dem, was die Forschung seit Arno Lustigers Veröffentlichung zu diesem Thema Rettungswiderstand nennt.
Mittlerweile hatte ich gesehen, dass Werder-Fans, die die Alfred-Ries-Broschüre gemacht hatten, an einem Buch über Werders jüdische Mitglieder arbeiteten. Ich schlug ihr dann zunächst auf, um diesen engagierten Fans großzügig meine wissenschaftliche Expertise bei ihrer Arbeit anzubieten. Das war schlichtweg borniert. Der Punkt, auf den ich eingangs hinaus wollte, ist, alle Beteiligten an diesem Buchprojekt sind ausgewiesene Fachleute. Nachhilfe in Sachen wissenschaftlicher Arbeitsweise benötigt hier keiner. Ich muss jetzt mal kurz Herrn Grunewald anfrotzeln. Ich glaube, das war Ihnen auch nicht so lange bewusst, oder? Inzwischen sind Sie ja wie ich belehrt. Es ist mir eine Riesenfreude, meinen Beitrag zu diesem tollen Projekt leisten zu können. Es geht um Vereinsgeschichte, Stadtgeschichte, Erinnerungskultur. Wir werden später in der Diskussion hören, wie immens wichtig das hier in Buchform verpackte Wachhalten von Erinnerung ist, besonders auch im Sport. Über die bisherige Forschung hinaus sind für dieses Buch umfassend neue Quellen erschlossen und ausgewertet worden. Der dokumentarische Anspruch ist ein streng wissenschaftlicher. Die umfangreichen Fußnoten haben wir zur Leserschonung als Endnoten in den Anhang gestellt. Aber es sollte keiner Berührungsängste haben, auch darauf einen Blick zu werfen und sich vielleicht sogar zu eigener Forschung anregen zu lassen. Ich kann Ihnen versprechen, dass die Lektüre der einzelnen Beiträge keinesfalls wissenschaftlich trocken sein wird. Sie werden Aha-Momente erleben, Krimi-Stimmung, vielfach schmunzeln können, mit Grund auch richtig wütend werden können über Missachtung, Dummheit, Ungerechtigkeit, auch trauern. Es geht um Menschen und was Menschen mit Menschen machen, immer noch. Aus der Zusammensetzung der wissenschaftlichen Schwerpunkte der Autoren hat sich ein produktiver, interdisziplinärer Zugang entwickelt, der den Blick über den Tellerrand ermöglicht. Wissenschaft ist ja zuerst einmal Fragestellen zu erarbeiten. Ich vermute, dass auch deshalb Quellen gefunden werden konnten, die bisher unentdeckt blieben. Nur ein paar seien hier erwähnt. Lukas Brach, der heute leider nicht hier sein kann, weil er in Uganda auf Löwenjagd ist. Eine glatte Lüge. Er ist in Uganda, aber nicht auf Löwenjagd. Lukas konnte aus den Vereinigten Staaten das Manuskript der unveröffentlichten Memoiren von Leo Weinstein beschaffen. Ich die unveröffentlichten Erinnerungen von Martha Löwenstein, die beschrieb, wie Frischmuth sie 1941 in Holland aufsuchte und die Ausreisegenehmigung überbrachte. Fabian Ettrich erschloss die erschlagend umfangreiche kroatischsprachige Fachliteratur über die Aktivitäten der deutschen Abwehr in Jugoslawien und so weiter und so weiter. Ich denke, an mancher Stelle wird sie zum Staunen bringen, was wir so gefunden haben. Jetzt habe ich schon ein paar Namen genannt und nun will ich endlich auch meine tollen Co-Autoren vorstellen. Thomas Hafke ist Initiator und Koordinator dieses Buchs. Fast 30 Jahre lang war der studierte Sozialwissenschaftler als Sozialarbeiter im Fanprojekt von Werder tätig. Er gehört zu den Initiatoren des deutsch-israelischen Sportaustauschs und als Mitglied der deutsch-israelischen Gesellschaft wurde er von Dirk Harms auf Alfred Ries angesprochen, dessen Grab auf dem Hassstädter Friedhof vor noch wenigen Jahren sichtbares Zeichen dafür war, wie sehr er in Vergessenheit geraten war. Dem gemeinsamen Engagement ist zu verdanken, dass Alfred Ries überhaupt ins Gedächtnis zurückgeholt wurde. Durch die Arbeit an der Broschüre über Alfred Ries entstand die Idee für die Gesamtdarstellung über die jüdischen Werderaner, die wir heute vorstellen. Carina Knapp-Kluge ist überaus aktives Urgestein der Werder-Fanszene und seit Jahrzehnten publizistisch tätig. Ihr Beitrag über Hansi Wolf ist genauso anekdotenreich wie scharfsinnig und kritisch. Hansi Werder vom Sportverein Wolf war 30 Jahre lang tonangebend im Verein, ein Mann mit vielen Ecken und Kanten. Lukas Bracht, der in seinem einleitenden Beitrag einen umfassenden Überblick über die Vereinsgeschichte verschafft, ist Historiker. Er forscht schon lange über Werder und hat, wie ich, den Kontakt gesucht, als er von dem Buchprojekt erfuhr. Für seinen Beitrag über Leo Weinstein erhielt er die Genehmigung, die Memoiren zu nutzen, ein Glücksfall. Werder, das wird man unter anderem daraus lesen, hat gewissen Einfluss auf die Entstehung des US-Fußballs gehabt. Markus Meyer ist promovierter Historiker und als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Landeszentrale für politische Bildung wissenschaftlicher Leiter der Gedenkstätte Bunker Valentin. Er ist unter anderem Vorstandsmitglied des Vereins Erinnern für die Zukunft. Über seine Forschung zur Zwangsarbeit kam er zu dem Buchprojekt, denn der von ihm porträtierte Theodor Eggert wurde als Zwangsarbeiter unter anderem im Lager Fage inhaftiert. Fabian Ettrich, ebenfalls studierter Historiker, ist über seine Fanaktivitäten zur Mitarbeit an der Ries-Broschüre gekommen. Er hat mit über 100 Kommilitonen den Werder-Fanclub Ahoi Crew in Osnabrück gegründet. Für das Buch steuert er die Beiträge über Alfred Ries, die Vier Rosenthals und Hugo Grünberg bei.
Diese Beiträge zeigen exemplarisch, wie unterschiedlich die Quellenlage sein kann. Alfred Ries' Leben kann nahezu lückenlos rekonstruiert werden. Auch die Lebensläufe der Rosenthals sind gut belegbar. Über Hugo Grünberg hingegen gibt es nur wenig Informationen. Was es aber gibt, und darauf möchte ich auch noch aufmerksam machen, ist ein hervorragender und umfassender Bildteil. Hugo Grünberg wurde von den Nazis ermordet. Das Foto, das ihn fröhlich lachend mit seiner Schwester und seinem Schwager am Strand von Norderney zeigt, hat sich mir geradezu schmerzlich eingebrannt. Von den Rosenthals gibt es hingegen keine Fotos, dafür aber bildhafte Spuren Postkarten, die sie in ihrem Unternehmen produzierten. Die Fotos in diesem Band können auch sprechen. Dirk Harms, ehemals Richter am Landgericht, hat für dieses Buch die im Wiedergutmachungs- und Entschädigungsverfahren gegen Alfred Ries erhobenen Vorwürfe einer gründlichen juristischen Revision unterzogen. Ihm ist gelungen, das so zu schreiben, dass es auch für Laien verständlich und nachvollziehbar ist. Ein Krimi und ein Lehrstück. Die eklatanten Fehler, die damals im Wiedergutmachungsverfahren und Entschädigungsverfahren gemacht wurden, die erneute Entwürdigung der Opfer, ziehen sich wie ein roter Faden durch alle geschilderten Lebensgeschichten. Das hatte System. Wissenschaftler sprechen von der zweiten Verfolgung. Die Beschädigungen durch den Nationalsozialismus an all diesen Leben reichen bis zu uns und heute. Deshalb ist das Nichtvergessen eine Verpflichtung. Alfred Ries wurde sogar Opfer einer dritten Verfolgung. Er ist 1967 verstorben, aber seine Frau Hilde, die im vergangenen Dezember fast 100-jährig starb, musste das aushalten. Sie hat ganz am Ende ihres Lebens noch erfahren, dass unsere Forschungsergebnisse das beweisen, was sie immer wusste. Ihr Mann hat den Satz geprägt: Wer Versöhnung will, muss sie praktizieren. Ich möchte Sie bitten, über diesen Satz einmal genau nachzudenken. Für mich steckt eine unglaubliche Größe in dieser Haltung. Sie ist absolut nicht selbstverständlich. Ich bin ganz sicher, dass Alfred Ries damit nicht meinte, dass über Vergangenheit der Mantel des Schweigens gebreitet werden soll. Praktizieren, das heißt aktiv werden, nachdenken, gestalten. Wenn jetzt über die Bedeutung des Erinnerns diskutiert wird, dann geht es auch immer um Haltung, Mentalitäten der einzelnen Beteiligten, aber eben auch um deutsche Mentalitätsgeschichte und immer wieder auch um das Verhindern moralischer Kurzschlüsse. Lesen Sie unbedingt das Buch. Jetzt wünsche ich eine angeregte Diskussion. Danke. Ja, vielen Dank, Sabine Pamperien, für diese wirklich sehr vermittelnden und neugierig machenden Einführungen. Frau Pamperien wird jetzt das Podium verlassen, aber steht nachher natürlich selbstverständlich noch für jede Art von Nachfragen und Diskussion zur Verfügung. Jetzt möchte ich erstmal die anderen auf dem Podium vorstellen, die zu denen noch kein Wort verloren wurde. Als allererst unser am weitesten angereister Gast, Tamar Rappaport, die ich ganz herzlich begrüßen möchte. Frau Rappaport ist emeritierte Professorin für Kultur- und Bildungssoziologie an der Hebräischen Universität Jerusalem sowie der Humboldt-Universität Berlin, wo sie jetzt auch lebt in Berlin. Sie hat in ihrer akademischen Laufbahn über vieles geforscht, in Jerusalem zum Beispiel zur Immigrationsgeschichte russischer Juden, in Berlin zur Geschichte der Stolpersteine, dem für sie größten Gedenkprojekt der Welt, wie sie sagt. Dem Fußball und speziell der Fankultur ist sie seit Jahren als Mitglied und Supporterin von Hapoel Katamon in Jerusalem verbunden, einem Fußballverein, der von Fans gegründet wurde. Im Jahr 2020 ist von ihr das Buch Doing Fandom, Lessons from Football in Gender, Emotions and Space erschienen, das sie als Geschenk für diesen Club geschrieben hat. Aktuell beschäftigt sie sich intensiv mit der Erinnerungskultur im deutschen Fußball. Warm welcome, Ms. Rappaport. Freundlicherweise wird Thomas Tröster die Fragen an Frau Rappaport und die Antworten von ihr übersetzen, aber auch zwischendurch mal Übersetzungshilfe leisten, falls irgendwas nicht verständlich ist. Die beiden Herren zu ganz außen, Markus Meyer und Thomas Hafke, sind schon vorgestellt worden. Herr Hels-Grunewald braucht man, glaube ich, nicht mehr vorstellen, außer was ich mir nochmal rausgeschrieben hat, ist, dass er 51 Jahre Werder-Mitglied ist und seit 2014 Präsident dieses Clubs und auch in der Geschäftsführung der Profiabteilung tätig.
Ich kann eigentlich Frau Pamperien nur noch mal unterstützen, dass es wirklich ein sehr fundiertes, spannendes und im besten Sinne, finde ich, auch aufklärerisches Buch ist. Jede dieser Geschichten wäre eigentlich eine eigene Veranstaltung wert und vielleicht ergibt sich das ja noch mal in irgendeiner Form. Alles überstrahlt natürlich die Geschichte von Alfred Ries, natürlich einerseits, weil seine Persönlichkeit so herausragend gewesen ist, auch für die Werder-Geschichte, aber natürlich auch durch die Kontroversen, die sich an seine Biografie angeschlossen haben in den letzten Jahren. Auch das werden wir jetzt in dieser Veranstaltung nicht im Detail klären können. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Aufruf dazu, vielleicht nochmal ein extra Symposium einzurichten, vielleicht von Radio Bremen. Aber wir sollten trotzdem kurz darüber sprechen, warum überhaupt das Gedenken an Alfred Ries mit Zweifeln und Beschuldigungen beschattet war in den letzten Jahren. Dazu würde ich zunächst Markus Meyer gerne etwas fragen und beginnen mit einem Zitat aus dem Buch von Sabine, aus dem Beitrag von Sabine Pamperien. Sie schreibt: Als Ermittlungsansatz der Bremer Wiedergutmachungsbehörde könnte man in diesem Fall die Arbeitsthese unterstellen, wonach grundsätzlich etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein könnte, wenn ein Jude die Verfolgung überlebt hat. Ehemalige sogenannte Judenreferenten, die an der Deportation mitwirkten, mehr glauben als den Opfern und ihren Entlastungszeugen. Das ist in der Restaurationszeit der 50er Jahre passiert, dieses mehr den Gestapo-Zeugen glauben als den Opfern. Und aus heutiger Perspektive wundert sich da wahrscheinlich niemanden mehr. Aber es ist trotzdem verwunderlich, dass diese Grundhaltung, diesen Menschen zu glauben als den Opfern, anscheinend sich bis heute teilweise durchzieht. Deswegen meine Frage an Markus Meyer: Sind das jetzt Ausnahmen, die wir gehört haben, oder ist das eine Haltung, die sich bis heute wesentlich durchzieht? Also das, was Alfred Ries passiert, ist mit Sicherheit keine Ausnahme. Das ist sehr vielen passiert. Und ich glaube, dafür gibt es mehrere Gründe. Der eine Grund ist, es gibt die Scham der Täterinnen und Täter und der Tätergesellschaft. Und da ist es ganz hilfreich, wenn es Kollaborateure gibt, weil es die eigene Schuld zu mindern scheint. Das ist natürlich Unsinn, aber ich glaube, das ist eine Haltung, die dazwischen hängt. Dann gab es gerade gegenüber Jüdinnen und Juden, die aus dem Bürgertum kamen, gerade von den Entschädigungsbehörden, durchaus Widerstände, weil die hauptsächlich aus Sozialdemokraten und Kommunisten bestanden haben, mit einer Verfolgungsgeschichte. Und es hat interessanterweise keine Solidarisierung stattgefunden. Also die haben sich teilweise nicht als gemeinsame Opfer des NS verstanden, sondern es gibt dann direkt nach dem Krieg wieder so eine Art Konkurrenzverhältnis. Das ist schwer zu erklären, aber es gibt selbst in den Konzentrationslagern während der Verfolgung solche Konstellationen. Ein Beispiel, das haben wir am 27. Januar thematisiert, sind die sogenannten Asozialen, die mit den schwarzen Winkeln in den Konzentrationslagern waren und beispielsweise von politischen Häftlingen nicht als gleichwertig Verfolgte oder Inhaftierte anerkannt worden sind. Und solche Denkmuster setzen sich fort. Und Dirk Harms hat es in seinem Beitrag vorangestellt: Irgendwas bleibt immer hängen. Und dann tradiert sich sowas. Und man kann auch nicht davon ausgehen, dass mit dem 8. Mai 1945 der Antisemitismus aus Deutschland verschwunden ist. Der setzt sich natürlich fort. Und Studien zeigen, dass es immer zwischen 15% und 25% der Bevölkerung mit antisemitischen Einstellungen unterwegs waren. Und dann ist es leicht, das aufzunehmen. Wir sehen das jetzt wieder. Wie schnell das geht, in Anführungszeichen die Juden wieder in eine Form von Verschwörungstheorie zu integrieren. Jetzt ist es gerade Corona. Da sind unter der Oberfläche wirklich wüste Theorien unterwegs. Und diese Erzählung von den Juden, die Nazis groß gemacht haben, die es vorher gab und die nie aufgehört hat, die wirkt dann auch zum Teil weiter. Man sieht das auch in der Diskussion über Karl Katz, dem Ähnliches vorgeworfen wird. Und was dabei immer vergessen wird, ist, dass diese Menschen natürlich sich diese Situationen, in denen sie sich verhalten mussten, nicht ausgesucht haben, sondern
die Nationalsozialisten haben diese Situation konstruiert. Und sich dann sozusagen hinterher moralisch ein Urteil erlauben zu wollen, ist schon ausgesprochen schwierig, weil niemand von uns sich vorstellen möchte, was es heißt, in eine solche Situation geworfen zu werden. Und ich glaube, dass die meisten Verfolgten, also nee, ich weiß, dass die meisten verfolgt haben, zu überleben. Und die Wahl der Mittel ist da nicht sozusagen immer zwingend an moralischen Standards zu messen, sondern es geht ums Überleben. Und das sollte man, glaube ich, bei der ganzen Betrachtung immer im Hinterkopf bleiben. Aber wie gesagt, ich glaube, das zentrale Moment ist, dass es gerade in den 50ern diese Idee gab. Es gab auch die Kollaborateure und das mindert die eigene Schuld. Ja, umso wichtiger, dass es jetzt in Form von Autoren dieses Buches auch eine Gegenöffentlichkeit gibt, die ganz, ganz viel Zeit investieren, um da auch die entsprechenden Forschungen dann zu investieren, um die anderen Quellen dann auch wirklich herauszufinden, die ein anderes Bild ergeben. Thomas Hafke, was bedeutet das jetzt für das Erinnern von Alfred Ries hier in Bremen? Da hast du ja damals mit dem Projekt der Broschüre, mit den Fans einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dieses Erinnern hier wieder sichtbar zu machen. Seid natürlich immer mit diesen Zweifeln auch konfrontiert worden, musstet immer darüber diskutieren. Was bedeuten die jetzigen Erkenntnisse für euch und eure Arbeit in diesem Sinne? Ja, ich bin unglaublich froh, ne, dass wir das belegen konnten, dass Alfred Ries eben kein Kollaborateur war. Ne? Wie dann habe ich das zum Beispiel selber so erlebt. Wir haben eine Ausstellungseröffnung erstmal gemacht, also eine Fotoausstellung. Wir haben Fotos von Hilde Ries bekommen und haben gesagt, was machen wir denn mit diesen Fotos? So, und dann haben wir uns überlegt, Mensch, wir machen damit eine tolle Ausstellung erstmal, bevor wir dann die Broschüre herausbringen. Und und dann kam jemand in den Ostkurvensaal ganz aufgeregt und erzählte mir, wie kann das denn sein, dass ich eine Ausstellung über Alfred Ries mache? Der hätte doch mit den Nazis kollaboriert. Und ich bekam auch einen Anruf von einem Historiker, der mir sagte, da wird jetzt demnächst was erscheinen. Das ist eben dieser berühmte Aufsatz von Heinrich, der belegen wird, dass er mit den Nazis kollaboriert hat. Und ich musste erst mal schlucken. Ich war auf einmal plötzlich auch da, mittendrin. Und dachte mir, Mensch, also das war doch jetzt gar nicht das Thema. Unser Thema war doch eigentlich, Alfred Ries bekannt zu machen. Und dann habe ich auch natürlich überlegt, ne, dann fängt man auch an sich selber zu zweifeln und denkt, oh, soll ich dieses Projekt weiter verfolgen? Und dann habe ich mir überlegt, nee, das mache ich weiter. Das kann auch nicht sein. Ne? Das kann auch überhaupt, erstmal kann das nicht stimmen, so, das war meine Überlegung, aber das musste man natürlich noch beweisen. Und zweitens war natürlich Alfred Ries, war der natürlich kein Täter, sondern er war ein Opfer. Und wurde halt zum Täter gemacht. Und für mich ist dann, ja, das jetzt, was wir, diese Veranstaltung heute ist mir sozusagen für mich heute sowas, so eine Art Höhepunkt. Also ich bin sehr zufrieden damit, auch dass so viele Leute gekommen sind, sich dafür zu interessieren, dass das Buch rausgekommen ist und dass wir es endlich belegt haben, dass all das, was Ries vorgeworfen worden ist, dass das nicht stimmt. Und und dann wurde ja auch nochmal von jemandem von euch angesprochen, genau, das war, glaube ich, Sabine, die sagte, dass seine Frau darunter gelitten hat. Nicht Hilde Ries, wir haben sie besucht und sie hat uns das alles erzählt, was sie hier in Bremen erlebt hat. Wir wollten das aufzeichnen. Das hat sie aber abgelehnt, leider. Aber sie hat gesagt, sie hätte ihr nach dem Tod von ihrem Mann, hätte sie das so auch zur Zeit ihres Mannes, sie hat ja hier in Bremen gelebt, hat sie das alles immer so wahrgenommen, dass es ihrem Mann vorgeworfen worden ist. Und das wäre wohl auch, ich sage, aber wieso sind sie denn nicht mehr in Bremen? Sie hatte hier auch einen Antikenladen und so am Dobben. Warum sie denn nicht mehr in Bremen ist? Und dann sagte sie, hätte sie sich nach dem Tod ihres Mannes hier überhaupt nicht mehr wohlgefühlt. Also es muss, also ich, klar, wir wissen das jetzt nicht genau. Ne? Mhm. Also das sind ja sozusagen Zeitzeugenaussagen. Aber sie muss wirklich auch darunter gelitten haben. Und das muss ihr immer wieder auch begegnet sein. Weil sonst erklärt sich ja auch nicht, warum es so einen Aufsatz gibt, ne? So einen historischen Aufsatz von Heinrich oder warum sowas da von Radio Bremen produziert wird. Das ist übrigens nicht
Dieser eine Beitrag von Radio Bremen, es gibt zwei Beiträge dazu. Es gibt auch noch einen Schauspieler, der Alfred Ries nachspielt. Auch das ist sehr, sehr zweifelhaft. Auch da wird ihm unterstellt, er hätte mit den... Das sagt natürlich keiner so richtig. Ne? Ist ja auch klar, das ist immer so zwischen den Zeilen. Am Ende guckt der Schauspieler dann so in die Kamera und sagt, ja, und was hat er denn da jetzt gemacht? So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und ich habe ja Sozialwissenschaften studiert und da habe ich mich natürlich auch mit der Frankfurter Schule beschäftigt und mit Adorno. Und da habe ich einen so einen Satz in Erinnerung, ne, dass Adorno hat gesagt hat, Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden. Und das hat mich immer auch sozusagen dabei angetrieben. Herr Grunewald, eine ähnliche Frage vielleicht an Sie. Sie haben Alfred Ries ja auch vor Jahren schon sagen, in die Ruhmeshalle von Werder, in die Erinnerung von Werder irgendwie zurückgenommen und ihm den entsprechenden Platz gegeben, auch mit der Platzbenennung vor der Westkurve. Bringen diese neuen Erkenntnisse auch da nochmal was Neues oder ändert das für Sie überhaupt nichts? Haben Sie diese Anwürfe zwischendurch auch betroffen, berührt? Also erstmal möchte ich mich nicht mit den Ruhm sozusagen anziehen, dass ich für diese Platzbenennung irgendwie zuständig oder ursächlich war, sondern es war eine tolle Initiative, die hier auch gerade von Thomas Hafke und der Antidiskriminierungs AG sozusagen eingeleitet worden ist, die dann der Ortsteilbeirat aufgenommen hat. Und als dann diese Idee kam und diese Beschlusslage da war, da haben wir natürlich gesagt, das sollten wir als Werder unterstützen und haben es eben auch eingebettet, damals in den Tag der Fans, um auch ein entsprechendes Forum zu bieten. Das kann man schon sagen, aber all das, was dazu geführt hat, das ist tatsächlich nicht von mir oder von Werder ausgegangen, sondern es ist eine großartige Initiative von Werder-Fans, die sich hier um diese Sache wirklich verdient gemacht haben. Das will ich hier auch mal ausdrücklich sagen. Man sieht ja als Präsident von Werder Bremen hier gut aus und sagt, toll, das macht ihr, aber man muss schon deutlich registrieren, von wem das ausgeht und wer hier die Arbeit geleistet hat. Und die Namen sind ja genannt worden hier in dem Autorenteam und ich finde, das darf man nicht unerwähnt lassen. Zu dem Punkt selber, ja, als dieses Thema aufkam, muss ich sagen, war ich gänzlich uninformiert. Ich muss das offen gestehen. Ich habe mich mit der Biografie von Alfred Ries bis dahin nicht beschäftigt gehabt. Und ich habe im Grunde sofort, als das Thema aufkam, dann auch gleich sozusagen diesen etwas negativen Klang dort mitbekommen und habe mich dann versucht, schlau zu machen. Ich habe mich an Menschen gewendet, die davon was verstehen. Ich habe Harald Klingebiel, der hier 2 Meter vor mir sitzt und in der Vereinsarbeit, in der Historienarbeit mit Hans-Joachim Weilenhorst große Verdienste erworben hat für die Aufarbeitung der Vereinsgeschichte, zusammengesetzt und hat mir gesagt, erzähl mir doch mal. Und dann haben wir bei mir im Büro gesessen und Harald hat mir mal sagen den Abriss gegeben und welche Forschungen es gibt, weil Harald hat ja auch selber dazu geforscht. Und natürlich hat er mir auch gesagt, dass es eben diesen Aufsatz von Arthur Heinrich gibt, den er mir dann auch zugänglich gemacht und den habe ich dann auch gelesen. Und natürlich macht einen das betroffen, dass man sagt, da sind Vorwürfe, die sagen, Mensch, da ist ein Werder-Präsident jüdischen Glaubens, der eine großartige Biografie hat mit 3 Präsidentschaften, ja, in ganz unterschiedlichen historischen Abläufen des Vereins, also sagen vor 1933 und dann als Jude seinen Amt aufgeben musste, wie ich jetzt aus der Lektüre des Buches mitbekommen habe, aber nicht erst 33, sondern schon 31. Also auch dort hat sich ja eine historische Erkenntnis ergeben. Und dann eben nach seiner Rückkehr nach Bremen in den 40er und 50er Jahren und dann eben noch ein drittes Mal in den 60er Jahren, wo auch die erste deutsche Meisterschaft begangen wurde. Also wer eine solche Biografie hat und der sich dann immer diesem Vorwurf ausgesetzt sieht, natürlich bedrückt das. Aber wir haben das auch intern diskutiert. Ich bin damals mit Marco Bode bei Christian Weber gewesen, dem damaligen Präsidenten der Bremischen Bürgerschaft, der sich in dieser Frage ja auch sehr, sehr sensibel und sehr engagiert gezeigt hat. Und wir waren uns darüber einig, dass selbst wenn diese, ich nenne es jetzt mal Verdachtsmomente, jetzt haben wir sie ja Gott sei Dank widerlegt, aber damals war das vielleicht so, zutreffen, dass das an der Wertigkeit und an der Honorigkeit seiner Person aus unserer Sicht nichts ändert. Und auch eine Vorwerfbarkeit
seines Verhaltens daraus nicht gezogen werden kann. Ich finde, Markus Meyer hat es ja gerade gesagt, es ging ums Überleben. Und soll ich jemandem, dem es gelungen ist, die NS-Zeit zu überleben durch Flucht oder weil er eine Reisegewerbekarte ausgestellt bekommen hat, hinterher vorwerfen, dass dies der Fall war? Das haben wir für absurd erachtet. Und deswegen haben wir auch ohne Vorbehalte uns dann auch sozusagen der Eröffnung dieses Platzes auch positiv gestellt und haben eben darüber hinaus noch einmal die Ehrenpräsidenten und Ehrenvorsitzenden noch einmal in Öl malen lassen und sie auch noch mal ins Museum gebracht, auch im zeitlichen Zusammenhang, um das auch noch mal zu dokumentieren. Wenn jetzt im Grunde durch die neue historische Beurteilung und die Fakten, die wir haben, deutlich ist, dass diese Verdachtsmomente eben nicht begründet sind, denn umso besser, ja, umso besser. Aber selbst wenn es anders gewesen wäre, sage ich in aller Klarheit, hätte das die Wertschätzung für die besondere Biografie von Alfred Ries nicht gemindert in meiner Auffassung. Ja, vielen Dank für diese Klarstellung. Frau Rappaport, jetzt möchte ich endlich Sie ins Spiel bringen. Ich weiß, dass Sie den Werder-Fans lange verbunden sind, weil Sie damals über den Fanaustausch mit israelischen Fans, den das Fanprojekt organisiert hat, die Werder-Fans kennengelernt haben und sich auch mit der Vereinshistorie und auch mit Alfred Ries befasst haben. Wie haben Sie die Diskussion wahrgenommen? Sie haben ja eben gesagt, einen Satz könnten Sie auch zu der Diskussion sagen oder würden Sie gern beisteuern? I just want to understand. I think yes. I understood, but yeah, the question is that you were very, very connected to the fan exchange, and that you told him before that you also want to contribute to this question about Good evening. First of all, I want to congratulate Thomas for the book. I know Thomas for several years. It was his passion and his obsession to really do something about the name of Ries. I see it as a conspiracy theory. We live in times of conspiracy theories all over the world, and there is a need, I think a great need, to come back to the idea of truth. And I think this book, which looks beautiful, I haven't read it yet, is a kind of a symbol or a step of looking for truth and invalidating conspiracy theories that are all over the world. I need some time for my presentation. I'm sorry. I forgot. Sorry. It's okay. Zuerst einmal möchte Sie Thomas Hafke gratulieren, dass dieses Buch jetzt nach so vielen Jahren der Vorbereitung und intensiven Recherche zusammen mit so vielen tollen AutorInnen und Autoren veröffentlicht worden ist. Und für Sie ist die ganze Causa Ries eine große Art von Verschwörungstheorie. Und dass dieses Buch eine Art des Einsatzes für die Wahrheit ist und das Widerlegen von Verschwörungstheorien. Und es für Sie sehr wichtig ist, gerade jetzt in der Zeit, wo so viele neue Verschwörungstheorien entstehen und virulent werden, sich für die Wahrheit einzusetzen und das klarzustellen, was tatsächlich Sache war. I want also to add that there are, I do research about commemoration in football, and there are many clubs with books. But this book is very different because it deals with mainly with one person and digging for the truth. The other books that I saw and I know what is written there, they are dealing with mainly the history of the club. Of course, Ries is part of the history of the club, but the emphasis is on him and not just on the history of the club. And yeah. Und ich, also Tamara Rappaport, mache sehr viel Forschung zu Fußball und Gedächtniskultur, und es gibt sehr viele Vereine, die Bücher über ihre Geschichte veröffentlicht haben. Und der entscheidende Unterschied ist, dass dieses Buch sich mit der Person Ries so intensiv beschäftigt und es darum geht, eine Person hervorzuheben und an ihr exemplarisch zu arbeiten und nicht die gesamte Vereinsgeschichte zu bearbeiten und verarbeiten.
Last sentence that I have, I often think, what would I do if I would be in the Holocaust? And I don't know. Maybe I would collaborate. I don't say that the trees collaborated. But to survive in these times, we have to look at it in the context of the time. And I think it's judging people about collaboration in this situation is wrong. I really don't know what I would do. And I know I have parents of my friends that were in concentration camps, and they sometimes say that they had a little to collaborate, not collaboration, but to do things that they would never do in other situations. So I think when we judge risk or other people, we have to remember the conditions and not, we are not entitled to judge because we were not in such situations. Ein Satz, den Sie noch hinzufügen möchte, ist, dass wenn sie zur Zeit des Holocaust gelebt hätte, sie nicht gewusst hätte, was sie getan hätte. Und sie hätte wahrscheinlich auch kollaboriert. Nicht um zu sagen, dass Ries kollaboriert hätte, aber wenn er es getan hätte, wäre es nichts, was wir heute verurteilen könnten, weil wir nicht in der Situation sind oder waren. Und dass die Eltern von vielen Freunden und Freunden von ihr im Holocaust gelebt haben und ihr gesagt haben, dass sie Dinge getan haben, die sie unter normalen Umständen oder anderen Umständen niemals getan hätten. Sie haben nicht im großen Maßstab kollaboriert natürlich, aber dennoch haben sie Dinge getan, die heute halt eben nicht mehr getan werden würden, um zu überleben. Lassen Sie mich da bitte anschließen, Frau Rappaport. Sie haben gesagt, dass dieses Buch speziell natürlich sich auch mit den ganzen Vorwürfen befassen musste und sehr viel Energie aufwenden musste, um die zu widerlegen. Andere viele Bücher und Aktivitäten über Gedenkkultur, die sich an einzelne Vereine richten oder auch andere Themen, haben diese Arbeit erstmal nicht, sondern gehen erstmal so positiv daran. Da haben Sie mir ja zum Beispiel mitgeschickt, so eine ganz lange Liste von Aktivitäten, die im deutschen Fußball gerade so passieren in Richtung Gedenkkultur. Wenn man sich das mal dann aufgelistet sieht, ist das wirklich sehr viel. Das geht von Stolperstein über die Initiative Nie wieder, das geht über die Bücher, das geht über Besuche in Konzentrationslagern, die Fans organisieren und vieles, vieles mehr, das Sie ja jetzt gerade auch arbeiten und erforschen. Ich würde Sie zunächst fragen, wie Sie eigentlich von der Beschäftigung mit einer Fankultur in Israel, speziell mit Hapoel Katamon, zu diesem Thema, zur Gedenkkultur im deutschen Fußball gekommen sind. Sie beschreiben das ja auch als einen Forschungsweg von sich. Wie? Yes, I understand. Okay. I don't need translation. I just... it is absolutely amazing to see how many commemoration activities and events are in German football. Football, sorry. I didn't expect it, and when I tell people, they don't believe me. But it's a whole repertoire of activities and events that each club chooses what to do. Sometimes one club has five activities, sometimes one, but it's, if you look at the whole picture, it's really impressive. It impresses me. I didn't expect it. Nobody expects it. I think I'm the only person that studies this subject. And I can see a whole world of commemoration, especially in the last few years, okay, which is very impressive. Mm-hmm. Yeah. I'm sorry. I'm used to lecture and not to panels. So, I have a good memory, so don't worry. Yeah. Es ist sehr erstaunlich, was für eine große Vielfalt an Aktivitäten und auch Formen des Gedenkens es in deutschen Fußballvereinen gibt. Und wenn sie das in anderen Ländern erzählt und erwähnt, dann glaubt man ihr oft erstmal nicht, weil das für viele Leute erstmal ein ungewohnter Gedanke ist. Und sie glaubt auch, dass sie die einzige Person ist, die diese Gedenkkultur in den deutschen Fußballvereinen en detail und aus historischer Perspektive eben studiert. Und
sie war selber erstaunt davon, wie vielfältig die verschiedenen Gedenkmethoden in den unterschiedlichen Vereinen sind. And about Israel, there is no only in the Holocaust Day. That's the only commemoration that I know. That the people in the stadium, it's like never again. This standing in the stadium for two minutes, and this is all. There is no soldier. No, it's a long story. But soldiers have their own lots of commemoration and days of commemoration in other contexts, but not in football. So. In Israel ist es anders in der Fußballkultur. Dort gibt es dann nur einmal am 27., dass die den Stadien die Leute aufstehen und an den Holocaust gedenken. Und ansonsten ist es kein so großes Thema in den Fußballvereinen, anders als in anderen Bereichen des Lebens, zum Beispiel beim Militär. Ja. Wie erklären Sie sich diese große Bandbreite an Aktivitäten in dieser Richtung in Deutschland? Why now? I don't know. And I think it needs a lot of research to understand German society and transformation in German society in the last maybe 10 years. I have three speculations. Okay. If you will allow me, I'm an academic, but I also speculate. Sie weiß es selber nicht genau und sie glaubt, dass es intensive Forschung der deutschen Gesellschaft und Geschichte braucht, um darauf eine Antwort zu geben. Und sie hat drei Spekulationen, drei Thesen dazu. Okay, I can read it even. One is that the German state, Germany is a state, finished big commemoration about 7 to 10 years ago, the commemoration of big groups of Jews in Europe, of the Roma, of all kind of commemoration of big groups. And now in the last 7 years, there is no commemoration activities of the state. And I think the fans and the clubs are kind of entering an empty land. A land without big commemoration or without commemoration. There is a lot of discourse of commemoration in Germany, but the big events kind of stopped because they were for groups and not for individuals or kind of in industry you find this commemoration, but they also finished like BMW and all the big companies that had the Deutsche Bank, that had these commemorations, but this is finished too. Thomas, die erste These? Die erste These ist, dass Deutschland das als Staat das offizielle große Gedenken an Opfergruppen nicht mehr so aktiv betreibt in den letzten 7 Jahren. Davor wurden immer wieder große Opfergruppen benannt, es gab große Veranstaltungen dazu, aber die großen Gedenkaktivitäten sind zurückgefahren. Unternehmen haben in den letzten Jahren ihre Vergangenheit aufgearbeitet, dazu publiziert und die Fans und Fußballvereine stoßen da deswegen eine gewisse Lücke rein, die dadurch entstanden ist. Und konzentrieren sich auch beispielsweise jetzt, wenn es um Ries geht, um einzelne Personen. Also es gibt eine Transformation auch hin, dass man sich mit individuellen Schicksalen beschäftigt. The second speculation is, I never speculate because I'm an academic, but it's okay. I think there is a search for transparency among young people. Young people are not interested in big things. They want transparency in the locality. They want to know the truth about their home. And they define football as my family, my chosen family. And in this family, I want to know the truth. And the real truth. And I want to dig in the past and know what happened in my family and to fill up the gap of people that we forgot.
And that's what I hear, and that's what I hear in my interviews that I made in Bremen with some people that are here. Also, I hear it in other places. The need to be, to know what happened, and to know for sure what happened, because this is my home, and in my home I want to know what happened to my family member. When I read, Die zweite Spekulation oder These ist, dass Leute, gerade junge Leute, Wissen, also Transparenz schaffen möchten über die Vergangenheit von ihrem nahen Umfeld und ihrer Heimat. Und die Fußballvereine Teil einer Wahlfamilie sind und sie deswegen wissen möchten, was tatsächlich passiert ist in diesem für sie so wichtigen nahen Umfeld der Fußballvereine und deswegen die Gedächtniskultur in dem Umfeld auch so wichtig ist und jetzt immer wichtiger wird, weil eben diese Transparenz geschaffen werden soll. I have some examples from my research. It's a very interesting and very difficult research. But I have some examples that people told me the club is my home. It's time to bring them back home. We opened for them the gates to be where they belong. So, as you know, probably as fans, a fan is a fan all his life, but also afterlife. I went with a fans from Eintracht Frankfurt to Theresienstadt for 6 days, and there was a survivor there of Theresienstadt. And he asked, after the trip finished, he asked to be buried in the stadium. Meaning that the stadium is my home and the stadium saved my life. So I think this idea that the stadium or the fans are my family is very important. Nobody pays attention to it, but I think it's very important, this feeling of belonging to a huge number of people and feel that this is my place. Als Beispiel aus der, wie Sie sagt, sehr schwierigen, aber wichtigen und interessanten Forschung ist, dass sie häufig auf Zitate stößt, bei Interviews, auch mit Leuten, die heute anscheinend anwesend sind, dass die Leute sagen, der Verein ist meine Familie, ich gehöre zum Verein, der Verein gehört zu mir. Und dass dieses Gefühl der Zugehörigkeit ganz entscheidend ist für die Fankultur und auch für eben sehr, sehr viele Fans. Und ein besonderes Beispiel für sie war, als sie mit Fans von Eintracht Frankfurt in Theresienstadt war, dort dann ein Überlebender des Holocaust und Frankfurt-Fan gesagt hat, dass wenn er dann stirbt, möchte er im Stadion begraben werden von Eintracht Frankfurt, weil das für ihn seine Heimat ist und sein Zuhause ist und sein Fan sein von Eintracht Frankfurt ihm geholfen habe zu überleben. Thanks. And my third, if I don't count well, excuse me, I think it's the third. I think there is an interesting, I still look into it, an interesting cooperation between older generation and the young in terms of digging in the past. Because the older generation, German generation, they dig in the past of their parents. What did my parents do during the war? And there was a big occupation here in Germany, as you know, what happened to my family? What did my father, my grandfather, whatever? And now we have the young people, they know already, oh, this is not their interest. And the interest is to dig in the past to know, as I said, what happened to my club or what happened during the time. So there is a kind of cooperation between generations, which I think, I don't know yet, but I think that it's interesting. And some people from football told me that they think it's right. So.
Und die dritte These oder Spekulation ist, dass es eine interessante Kooperation gibt zwischen den Generationen und die Älteren sich damit beschäftigt haben, was in ihrer konkreten biologischen Herrenfamilie passiert ist, was und sie wissen wollten, was ihre Eltern getan haben, ihre Großeltern. Und diese Arbeit ist jetzt größtenteils getan und die Jüngeren möchten wissen, was ist in ihrer Wahlfamilie geschehen, was ist in den Vereinen geschehen und sie auf der Arbeit und Erfahrung der älteren Generation aufbauen und dieses dann fortführen. Ja, vielen Dank erstmal für diese Einblicke in Ihre Gedanken, die Sie anhand Ihrer Interviews und Forschungen sich gemacht haben. Ich würde jetzt gerade mal an Thomas die Frage weiterleiten, auch nochmal vielleicht das, was Herr Grunewald gesagt hat, dass die Beschäftigung ja auch mit Alfred Ries hier irgendwie nicht vom Verein, sondern von den Fans ausgegangen ist, auch die Platzbenennung. Wie kommt das? Wie hast du dir das damals erklärt, der ziemlich nahe dran war, dass das bei den Fans gerade so auf Interesse gestoßen ist, sich mit dieser Thematik zu befassen? Also aus deiner Sicht vielleicht das, was Tamar gerade gesagt hat, nochmal selbst bestätigen oder unterfüttern, widerlegen, wie auch immer. Naja, ganz, man muss dazu sagen, also es ging ja eigentlich als allererstes von den Fans von Bayern München aus, die sich halt mit ihrem Präsidenten beschäftigt haben. Ich glaube, das waren die Ersten, die damit begonnen haben. Und wir sind so ein bisschen hinterher, aber das war so ein bisschen auch der Anstoß, glaube ich, auch für viele, die gesagt haben, also das ist ja interessant, was die Bayern da machen, was die da rausgefunden haben über ihren Präsidenten. Und da gab es ja sogar noch einen Film über ihn, über ihren ehemaligen Präsidenten. Und da gab es ja auch noch einen Film über ihn. Und ich glaube, das ist so ein Anstoß auch bundesweit gewesen, sich diesem Thema zu nähern. Und was hier jetzt Bremen betrifft, ist es ja so, dass wir ja schon vom Fanprojekt aus angefangen haben, lass mich lügen, 2007 mit dem Fanaustausch mit Israel. Also das war die erste Idee überhaupt, die wir hatten, zu sagen, also hier in Bremen, ne, anders als in München, wir fahren jetzt nicht nach Auschwitz oder so, sondern wir fahren nach Israel und lernen da Fußballfans kennen. Das war sozusagen das war der wahre Beginn. Und dann später kam durch die Bayern-Fans halt die Idee, sich eben auch der Geschichte dieses Vereins zuzuwenden. Und dann gab es etwas Besonderes. Ich bin Mitglied der DIG, also der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Und ich bin auf Vera Harms gestoßen. Also hier wurde vorhin gesagt, fälschlicherweise Dirk Harms, aber das war Vera Harms, also die Frau von Dirk. Die kam zu mir und sagte, sag mal, weißt du eigentlich, dass der Alfred Ries, der ehemalige Präsident von Werder Bremen, dass der auf dem jüdischen Friedhof liegt? Ich sage, nee. Aber Thomas, dass ich kurz unterbreche, weil deine Motivation verstehe ich ganz gut. Ja, ja, so, wie das die jungen Leute dann auch angekickt hat. Ja, pass auf. Du unterbrichst mich immer gerne. Ich bin ja noch nicht fertig. Okay. So, aber das ist mir wichtig. So, weil das war nämlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man auf einmal gesehen hat, da ist eine Spur, da ist was zu greifen, da ist was Handgreifliches. Und dann habe ich gesagt, bin ich zu den Fans gegangen, wir haben so eine Gruppe gegründet damals, auch das war so 2007, Antidiskriminierungs-AG, weil wir gesagt haben, wir müssen was gegen Diskriminierung im Fußball gegen die Nazis tun. Und dann habe ich denen gesagt, passt mal auf, lass uns das mal angucken. Wir lassen uns mal zum Friedhof gehen. Und da war eben tatsächlich dieses Grab, was niemand kannte. Kaum jemand wusste, dass er da lag. Und das war dann so der Anstoß. Also das war etwas ganz, sozusagen was ganz Konkretes. Also nicht sozusagen was Abstraktes, sondern etwas Konkretes, was dann den Anlass gegeben hat, zu sagen, lass uns da mal gemeinsam forschen. Und dann haben wir auch noch einen kleinen Aufruf gestartet, ich glaube auch über das Wettermagazin, das Wettermagazin hat das veröffentlicht. Und dann kamen auch noch andere Fans dazu, eben zum Beispiel Fabian Ettrich, der eine ganz wichtige Rolle dabei gespielt hat,
weil er nämlich Historiker war. Da wir wären ohne Fabian wären wir ziemlich aufgeschmissen gewesen. Nochmal, trotzdem nochmal die Frage, auch wenn ich dich wieder unterbreche, Thomas, ihr habt das ja auch als für die Stadionbesucher konzipiert, die Broschüre. Ist das gelungen, dieser Sprung aus dieser Gruppe der Interessierten, eine größere Gruppe an Interessierten außerhalb zu finden, die sich jetzt nicht so intensiv damit beschäftigt haben, sondern... Ja, also, klar, dann ist da halt eine Gruppe entstanden, die gesagt hat, Mensch, das da wollen wir uns mit beschäftigen. Und dann haben wir eben begonnen, sowas wie eine Spurensuche, nennt man das ja, zu betreiben. Das waren teilweise eben alte Fans, so. Ne, Dirk Harms eben, der war in dieser Gruppe dabei. Aber es kamen auch ganz junge dazu. Und das war auch das Schöne, dass da so alte und junge Leute miteinander sich regelmäßig getroffen haben und überlegt haben, so wie können wir uns sozusagen dem Ries nähern und wie können wir den anderen Fans Ries näher bringen. Also, und da haben wir uns überlegt zu sagen, okay, wir machen diese Ausstellung mit den Fotos, das ist auch was Konkretes, dass man eben die Hilde Ries, dass sie tatsächlich noch lebte. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt ja auch nicht, dass wir von ihr die Fotos bekamen und dann kam die Idee, Mensch, lass uns das doch alles in Form einer Broschüre unter die Leute bringen. Und zwar so, dass jeder Fan das auch lesen kann. Also, dass es anspricht, dass es nicht so wissenschaftlich ist, sondern dass es die Werder-Fans ganz konkret anspricht. Und das war dann ja auch, denke ich mal, diese Broschüre war dann ja auch ein Erfolg und führte dann letztlich eben auch zu dem Platz, den Alfred Ries hier bekommen hat, gegenüber der Westkurve. Markus Meyer, ganz hinten, ich sehe Sie kaum, einen sehr langen Tisch hier heute. Letzte Woche waren Sie schon mal auf so einem Podium in der Neustadt im Kukon, da ging es auch um Erinnerungskultur mit einem anderen Schwerpunkt. Da haben Sie gesagt, wenn Sie jungen Leuten erzählen, sie beschäftigen sich mit Gedenken und Erinnerungen, dass die dann vollkommen verblüfft da sind und sich fragen, was ist das denn so? Gebe ich mal frei wieder, wie ich es verstanden habe. Sind Fußballfans oder Sportfans da sozusagen der letzte Ausweg aus dieser Haltung oder der letzte Anker, an den sich Erinnerungspädagogen wenden können? Das wäre ja schlimm. Nein, das, was ich damit sagen wollte, ist, und das greift so ein bisschen die Spekulation 1 und 2 auf, es geht um Lebensweltbezüge. Und ich würde nicht sagen, dass sozusagen diese Bewegung aus der Fußballszene, sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen, eine Reaktion ist auf das Ende von staatlicher Erinnerung. Ich würde sagen, es ist eine Reaktion darauf, dass staatliches Erinnern in ganz vielen Fällen sehr ritualisiert ist und keine Lebensweltbezüge herstellt. Also, ne, so wichtig der 27. Januar im Deutschen Bundestag und in den einzelnen Parlamenten ist, das ist für 14-Jährige jetzt eher nicht so spannend. Und die brauchen sozusagen also diesen Lebensweltbezug. Und ich glaube, dieser Punkt, dass die Vereine Lebenswelt prägen, ist vollkommen richtig. Und wenn dann bei uns in Farge Gruppen sind, dann stehen die vor dem Bunker, der extrem abstrakt ist, und sie stehen vor einer Erzählung über Zwangsarbeit, die extrem abstrakt ist, und sie stehen vor einem Lagersystem, was noch viel abstrakter ist. Aber wenn man ihnen sozusagen einen Anknüpfungspunkt gibt und wenn man sagt, ach übrigens, und in diesem Lager saß Theodor Eggert, das war der Vizepräsident von Werder, dann schafft das eine Irritation, weil man erst diesen Ort und diesen Verein nicht zusammenbringt. Aber diese Irritation ist halt genau der Punkt. Über Irritation entstehen Fragen und über Fragen entsteht eine Auseinandersetzung und damit fangen Leute an, sich auseinanderzusetzen. Also, und da reicht dann manchmal dieser kleine Moment. Also Theodor Eggert war nicht lange da, aber er war einer von denen aus der Stadt, die auch in diesem Lagersystem waren, was für Jugendliche immer abstrakter wird. Also was ja für... Also, ehrlich gesagt, für mich auch abstrakt ist. Ich beschäftige mich sehr lange damit, aber es gibt immer dieses Moment, der es wird selten konkret. Und deswegen arbeiten wir halt mit ganz vielen Biografien, die Geschichten erzählen, also ne, wo das Teil für das Ganze steht. Und da kann tatsächlich diese Auseinandersetzung mit Ausgrenzung, mit Antisemitismus und Rassismus in den
Sportvereinen, in den großen Vereinen, die eine Identifikation für Jugendliche darstellen, ein entscheidender Punkt sein zu sagen, was hat das mit mir zu tun? Ich würde jetzt die Reihe so ein bisschen weiterführen. Also das von der Entstehung eigentlich dieser Beschäftigung mit der Thematik aus der Fanbewegung heraus hat sich ja auch bei den Vereinen, jetzt nicht nur bei Werder, wir haben das Beispiel Bayern gehört, einiges getan in den letzten Jahren. Ich würde mal kurz ein Zitat vorlesen, wie das vor 50 Jahren noch gewesen ist, 1972, was ja eigentlich auch schon als eine sehr aufgeklärte Zeit im Nachhinein gilt. Da hat Sepp Herber 1972 vorgeschlagen, den ehemaligen Nationalspieler Gottfried Fuchs zur Öffnung des Münchner Olympiastadions einzuladen. Der Spiegel schrieb dann, die Antwort des DFB an Herberger war perfide. Es besteht, Zitat, keine Neigung im Sinne ihres Vorschlages zu verfahren, schrieb der damalige Schatzmeister Hubert Klaessen. Das Präsidium sei der Ansicht, dass ein Präzedenzfall geschaffen würde, der auch für die Zukunft noch erhebliche Belastungen mit sich bringen könnte. Es folgte ein dürrer Hinweis auf die angespannte Haushaltslage. Präzedenzfall, Gottfried Fuchs war 1972 der einzig lebende jüdische Fußballer, der jemals für Deutschland gespielt hatte. Mittlerweile gibt es einen Julius-Hirsch-Preis vom DFB und es ist sehr viel getan. Wenn Sie nochmal aus Ihrer Warte, die das lange mit diesem Mentalitätswechsel im organisierten Fußball auf Ihrer Ebene beschreiben würden, kann man dem trauen? Ist da wirklich ein Umdenken oder hat das auch viel mit Image teilweise noch zu tun und Außendarstellung? Ja, ich die Frage. Ja, für Sie, genau. Ja, also das Zitat von 1972, das kannte ich nicht, aber sowas ist erschütternd und heute würden wir alle wahrscheinlich den Kopf darüber schütteln. Aber ich glaube schon sagen zu können, dass sich auch im DFB in dieser Frage wirklich Grundlegendes geändert hat. Das kann ich an zwei Dingen einmal festmachen. Das eine ist, wir haben natürlich mit der Präsidentschaft von Theo Zwanziger jemanden gehabt, der das erste Mal das Thema Geschichte des DFB auch im Nationalsozialismus positiv aufgenommen hat, gesagt hat, dazu müssen wir etwas machen, das müssen wir thematisieren, diesem Thema müssen wir stellen, weil vorher war der DFB ja nicht dafür bekannt, dass er sich mit seiner Geschichte auseinandergesetzt hat. Und wenn man weiß, dass eben auch Sepp Herberger Mitglied der NSDAP war und danach eben auch Bundestrainer werden konnte und natürlich dann einen großartigen Erfolg erzielt, hat, aber dennoch gibt es da eine Kontinuität in diesen Biografien, die natürlich für die bundesrepublikanische jüngere Geschichte eher typisch als besonders sind. Und den zweiten Aspekt will ich auch nennen. Ich bin seit 7 Jahren für die DFL, Hermann Queckenstedt ist auch da heute Abend, im Kuratorium der DFB-Kulturstiftung. Und der DFB hat 3 Stiftungen, die Egidius-Braun-Stiftung, die Sepp-Herberger-Stiftung und die DFB-Kulturstiftung. Und der wesentliche Schwerpunkt, auch gerade der Kulturstiftung, ist eben auch die Förderung von kulturellen Aktivitäten, genau im Sinne von Aufarbeitung, von Geschichte, von Arbeit gegen Rassismus und gegen Diskriminierung, mit ganz vielen tollen Projekten, die also finanziell zum Teil auch großzügig unterstützt werden. Und da kann man schon sehen, dass auch diese Kuratorien auch zum Teil mit wirklich hochkarätigen Menschen aus Kultur, aus Wirtschaft, aus Politik und Gesellschaft besetzt sind und dass man dort eigentlich ein Forum geschaffen hat, wo es auch der DFB gar nicht mehr sich erlauben könnte, sozusagen hinter diese Standards zurückzukommen. Ich glaube schon, sagen zu können, nach den Diskussionen, die wir da haben, und Hermann Queckenstedt mag mir zustimmen oder mir widersprechen, aber dass wir einfach da ganz viele tolle Sachen gefördert haben, großzügig, wo man immer wieder auch Erinnerungskultur pflegt und entsprechende Projekte unterstützt, wie auch die Ausstellung jüdischer Sportler, die wir auch nach Bremerhaven geholt haben mit der DFB-Kulturstiftung, oder das Theaterstück Jüller von der Jungen Bühne Leipzig, das wir mit Mitteln der DFB-Kulturstiftung auch hier nach Bremen geholt haben und im Goethe-Theater hier eine Sondervorstellung organisiert haben. Also das sind alles Dinge, wo der DFB sehr, sehr präsent ist. Deswegen, ja, ich glaube schon, dass sich da vieles gewandelt hat und eine Äußerung wie die, die Sie gerade zitiert haben, glaube ich, würde sich heute kein DFB-Funktionär mehr ungestraft erlauben können.
Das ist sicherlich richtig. Dennoch glaube ich, es geht immer noch mehr. Also mir fällt zum Beispiel ein, dass nach Felix Linnemann, dem ehemaligen Präsidenten des DFB, da für die Deportation der Sinti und Roma aus Hannover hauptverantwortlich war, noch 2019 in seinem Heimatort Steinfurt ein Felix-Linnemann-Sportfest benannt ist. Ich glaube, es gibt immer noch einen Felix-Linnemann-Platz. Da könnte der organisierte Sport vielleicht ein bisschen Druck ausüben, dass sowas zumindest nicht mehr möglich ist, denke ich. Aber ich wollte, wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit, trotzdem noch mal ein Thema ansprechen, bevor wir in die Publikumsrunde gehen. My research really shows that what you say is true. Thank you. That there is a huge change in the DFB. I read the documents from the last 15 years, I think. Yeah. And they are really putting a lot of emphasis on commemoration and anti-racism, which is really amazing. So they collaborate with the clubs and... Yeah. That's very impressive, in my view. And I want also to add something about biographies. The emphasis on individuals is, you can see it very clearly in the Stolpersteine. Because the Stolpersteine, they have they commemorate an individual. And the attraction, in my view, the attraction to this commemoration technique or whatever you project is because there is an individual in the center. And when you see a stone, you can compose a little story from when this person was born to the end of his life. And there are lots of biographies written in the little ceremonies when there is, as you know. Yeah. And I think these biographies are very important. Große Zustimmung dazu, dass DFB sich sehr stark verändert hat und einen großen Fortschritt hinter sich gebracht hat und dass sich da einiges zum Guten verändert hat. Das zeigt auch Ihre Forschung zu dem Thema, wie groß mittlerweile die Erfolge sind. Und zu dem Fokus auf einzelne Biografien möchte Sie hinzufügen, dass gerade die große Zustimmung, der große Zuspruch zum Thema der Stolpersteine, zu denen Sie auch viel Forschung gemacht hat, zeigt, dass es für viele Leute einfacher ist und es gelingt, sich mit einzelnen Biografien auseinanderzusetzen. Und wenn die Stolpersteine gesetzt werden, gewidmet werden, dann die Biografien, soweit es möglich ist, verlesen werden und auch danach durch die wenigen Daten Geschichten rekonstruierbar werden, zeigt, dass diese Fokussetzung auf die individuelle Ebene es eben für viele Leute ermöglicht, einen Zugang zu finden zu der Thematik. Ich möchte ein Thema noch zum Schluss noch mal ansprechen bei Ihnen, weil da ist mir auch eine These in unserem Vorgespräch noch sehr hängen geblieben, dass Sie bei der Frage, inwieweit jetzt eigentlich die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus und so weiter wirklich dafür schützt, rechtsextremes oder rechtes Gedankengut für sich anzunehmen, nicht zwangsläufig ist. Das ist die Verbindung, dieses Sie beschreiben es als Dogma, dass Erinnerungskultur vor Nazi-Gedanken schützt. Da würde ich gerne noch mal was von Ihnen hören, wie Sie das meinen. Yeah, I understand. Mm-hmm. I read a lot of speeches of presidents of clubs and other people, and they all connect between commemoration and the fight against neo-Nazis. We have to have commemoration because it helps to fight neo-Nazis. There is no proof for that. I'm looking for research or some kind of it's a belief, it's a maybe a myth, but I don't know how it works. What is the connection between commemoration and fighting neo-Nazis? Sie hat viele Reden analysiert von PräsidentInnen, von Vereinen und von anderen Offiziellen.
Und in allen Reden heißt es, dass die Förderung der Gedenkkultur dazu dienen soll, gegen Neonazismus heutzutage vorzugehen. Und das soll verhindern, dass Leute zu Nazis werden, kurz gesagt. Das hält sie aber für ein Dogma, denn sie sieht dafür keine Beweise und fragt sich auch, wie das denn genau funktionieren soll, dass die Gedenkkultur und die Beschäftigung auf offizieller Ebene praktische Auswirkungen da hat. I can say only one thing, that when you kind of put commemoration and neo-Nazism one against the other, they are kind of a reverse mirror, because everything that is in the Nazism or neo-Nazism belief is the opposite in commemoration. Like the neo-Nazis say there was no Holocaust, and then when you see when you listen to commemoration, they show that there was a Holocaust. And all these assumptions of neo-Nazism are reversed in the commemoration. But I don't know how it works against, whether it's useful. I think commemoration are very important, but I don't know if they cure neo-Nazism. Eine Sache zum Abschluss dazu möchte ich sagen, dass bei der Gegenüberstellung von Neonazi-Positionen und Positionen der Gedenkkultur eine Art komplette Umkehrung, eine Spiegelung der Positionen stattfindet. Neonazis sagen, es gab keinen Holocaust, in der Gedenkkultur wird gezeigt, es gab einen Holocaust, im plakativsten Beispiel. Und alle Annahmen sind völlig umgekehrt. Und was sie nach ihrer Forschung nicht versteht, ist, warum und wie Gedenkkultur Neonazismus verhindern kann. Die Frage würde ich gerne an Markus Meyer weitergeben. Das ist jetzt keine einfache Frage, aber ich denke, das ist eine zentrale Frage von Gedenkstättenarbeit, wie ihr diese Frage besprecht, seht, diskutiert bei euch. Ja, das ist wirklich keine ganz einfache Frage. Ich glaube tatsächlich, dass diese direkte Verbindung tatsächlich nicht existiert. Also diese Vorstellung, das gab es ja mal mit Rappern, die sich antisemitisch geäußert haben und die sind dann nach Auschwitz eingeladen worden. Und alle haben sich hinterher gewundert, warum die immer noch die gleichen Texte machen. Das ist Quatsch, das funktioniert nicht. Ein Punkt ist, und den darf man, glaube ich, nicht vergessen. Und der ist jetzt ein bisschen staatstragend, aber ich sage ihn trotzdem. Es gibt ein Grundgesetz und es gibt eine bremische Landesverfassung, die beide sich berufen auf das, was man jetzt ein bisschen plakativ nie wieder nennen könnte. Aber die explizite Reaktion darauf sind, dass in den Jahren davor Menschen entrechtet worden sind, umgebracht worden sind und verfolgt worden sind. Und diese gesetzliche Struktur soll verhindern, dass sich das wiederholt. So. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen, weil das ein Stück weit die Geschichte dieses demokratischen Gemeinwesens einfach definiert. Das ist mal die ganz obere Ebene, das funktioniert in der praktischen Umsetzung nicht immer. Und da gibt es auch eine Menge zu kritisieren. Auf der pädagogischen Ebene, bei der Arbeit, die wir machen, würde ich sagen, dass die Auseinandersetzung mit Geschichte erstens hilft, Prozesse zu verstehen. Also wie funktioniert Rassismus? Wie funktioniert Antisemitismus? Was braucht es dafür, dass eine ganze Gesellschaft innerhalb von wenigen Jahren sich sozusagen komplett dieser Ideologie verschreibt? Weil das natürlich nicht von heute auf morgen passiert. Das sind ganz, ganz, ganz kleine Schritte. Vom April-Boykott 33 ist es ein weiter Weg bis zur Pogromnacht 38. Ja. So, und diesen Prozess zu beleuchten, und zwar... Und das ist ein Problem, was wir, oder nicht ein Problem, aber das ist das, was noch ein Stück weit fehlt. Nicht nur im Hinblick auf die Menschen, die Opfer dieses Prozesses geworden sind, sondern auf die Menschen, die diesen Prozess entweder initiiert haben oder ihn geduldet haben oder von ihm profitiert haben. Also die Tätergesellschaft, die sogenannte Volksgemeinschaft. Da ein stärkeres Auge drauf zu werfen. Also ein erster Punkt, Prozesse verstehen. Das ist wichtig, das ist Wissen. Und das brauchen Leute, um diese Prozesse auch in der Gegenwart wieder in Ansätzen entdecken zu können, weil die sind nicht vorbei. Ne? Diskriminierung, Ausgrenzung, wissen wir alle, ist nicht vorbei.
NS zeigt, wo es hinführt, wenn es keine Grenzen gibt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist Empowerment. Also wir können keine Nazis bekehren, aber wir können den Leuten, die sich mit dieser Geschichte auseinandersetzen wollen, sagen, ja, ihr tut das Richtige und wir helfen euch, das zu tun und ihr könnt euch auch solidarisieren, weil ganz viele das tun wollen. Und interessanterweise zeigen Studien immer wieder, dass dieses Thema für Jugendliche überhaupt nicht egal ist, dass sie sich dafür interessieren. Der entscheidende Punkt ist ihnen halt, so offen gegenüberzutreten, dass man bereit ist, sich darauf einzulassen, was sie wissen wollen, wie sie es wissen wollen, sich auf neue Methoden einzulassen. Und da müssen wir immer drüber nachdenken, wie machen wir das. Aber ich würde auf keinen, also ich würde auf jeden Fall sagen, es gibt diesen wichtigen Zusammenhang zwischen Erinnerungskultur und Kampf gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus, Ausgrenzung und so weiter. Aber der ist halt tatsächlich komplexer, als zu sagen, wir haben diese Feiertage und deswegen kann uns nichts passieren, weil die Gegenwart zeigt, dass das so einfach nicht ist und dass es auch leider nicht stimmt. Die Diskussion über neue Methoden werden wir heute jetzt nicht mehr führen können, aber wir können noch einen kleinen Ausblick auf möglicherweise neue Forschungsarbeiten werfen. Herr Skronewald, bei Werder wurde vor kurzem angekündigt auf der Website, dass es ein neues Forschungsprojekt jetzt geben soll. Mögen Sie uns etwas darüber erzählen, was Sie planen? Ja, also heute haben wir einen Meilenstein mit diesem Buch Werder am Nationalsozialismus und ich habe ja gesagt, dass die Initiative sozusagen aus der Fanbewegung kommt und dass wir hier ein Autorenteam haben, das eben hochwissenschaftlich agiert, aber dass wir als Werder, als Institution eben auch noch eigentlich in der Verpflichtung sind, dieses Thema auch nochmal anzugehen und wir haben, ich muss sagen, wir haben tolle, tolle Mitarbeiter bei Werder und insbesondere auch in der Fanbetreuung. Und da ist dann auch noch mal einfach die Idee entstanden zu sagen, lass uns doch jetzt auch noch mal den nächsten Schritt gehen und in einem weiteren wissenschaftlichen Projekt weitere Aspekte der Geschichte von Werder am Nationalsozialismus aufarbeiten. Und da haben wir uns dafür entschieden, dass wir uns mit den Biografien beschäftigen wollen, weil es ja Kontinuitäten gab. Es gab ja Menschen, die vor 33 bei Werder tätig waren, in der Zeit des Nationalsozialismus und insbesondere auch danach. Und das wäre mal wichtig auch aufzuarbeiten. Und ich habe, als ich das Buch bekommen habe, dann auch in dem Nachwort von Thomas Hafke praktisch die Formulierung gefunden, die praktisch fast schon den Auftrag formulieren würde. Da heißt es auf der Seite 242, einige NS-treue Vorstandsmitglieder aus der Zeit des Dritten Reichs, darunter Vereinsführer und Dietwarte, waren jedenfalls nicht verschwunden. Sie waren noch immer bei Werder tätig, als Alfred Ries wieder Präsident wurde. Und genau darum geht es, mal aufzuarbeiten, wer war das, welche Kontinuitäten hat es da gegeben. Und insbesondere hat ja wohl Alfred Ries auch mit dem Herrn Stöver, der sozusagen eine sehr interessante und vielschichtige Geschichte bei Werder hat, weil er eben Präsident war in der Zeit des Nationalsozialismus und wirklich als Führer, Vereinsführer agiert hat, da offenbar noch eine Freundschaft gepflegt, nachdem Alfred Ries wieder zurückgekommen ist. Also wir wollen das aufarbeiten und das eben wissenschaftlich. Wir sind noch dabei, den Auftrag zu formulieren und zu prüfen, mit wem das passieren kann, ob wir da ein wissenschaftliches Institut nehmen, das ist noch nicht entschieden. Aber die Beschlussfassung im Präsidium, dass wir das machen, dass wir auch bereit sind dafür, wie es so schön heißt, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, diese Beschlussfassung ist erfolgt und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Aber das wird ein bisschen dauern und in der Zeit haben wir alle genug Gelegenheit, dieses tolle Buch in Ruhe zu lesen. Ja, vielen Dank für diesen kleinen Ausblick zum Schluss. Ja, wie gesagt, jetzt würde ich gerne so die letzten 10 Minuten noch mal nutzen, um Ihnen die Gelegenheit geben, Anregungen zu geben oder Fragen zu stellen. Wir haben hier jemanden, der auch mit dem Mikrofon rumgeht. Wenn sich kurzer Test, alles gut. Gut, ich gucke auch schon mal die nächsten Wortmeldungen, 1, 2. Stellen Sie sich kurz vor. Ich bin der Harms, ich bin der Senior des Autorenkollektivs. Ich bin auch ein Zeitzeuge und Betroffener in jeder Beziehung. Ich sage das extra, weil das die Grundlage ist dessen, was wir jetzt in Zukunft in der Zivilgesellschaft machen müssen. Mein Vater war
ist gefallen, genau am 8. Mai 1945 noch im Lazarett an seinen Schussverletzungen. Ich bin einen Monat später geboren. Als ich vier Jahre war, kam ein Schiefvater ins Haus, der war Sturmbannführer der Waffen-SS. Der hat mich aber großgezogen, aber nie im NS-Sinne. Und dann bin ich auch selber noch betroffener durch die Familie, durch meine eigene Familie, von der Opferseite her. Und um das mal den Beginn zu sagen, meine Schwiegereltern liegen in Sichtweite des Grabes von Alfred Ries. Und ich habe meiner Frau gesagt, weißt du, wer das ist? Meine Frau kannte Ries damals noch nicht, die war so ein Fußballfan. Und ich sage, das ist der Präsident von Werder. Und warum kriegt er nicht mal Blumen auf sein Grab, wenn Werder wieder eine Meisterschaft oder so gewonnen hat? Und dann hat Vera, meine Frau, Thomas getroffen und hat ihm das gesagt. Und Thomas hat schon gesagt, wie das den Anschluss gegeben hat. Und ich muss mal sagen, als Senior, als Zeitzeuge für die Folge, ich kenne alle Situationen, aber ich fühle mich natürlich durch meine eigene Familie, die 80 Jahre vorher auch selber wieder auf der Opferseite gestanden hätte, verpflichtet auch in dieser nicht-jüdischen Umfeld, die wir in Bremen haben, auch die jüdische Seite zu betrachten und auch diese Opferseite zu betrachten. Und daher, das ist auch die Motivation für meinen Beitrag, weil ich mich wahnsinnig geärgert habe und emotional angegriffen war, wie mit Ries umgegangen ist. Wir haben natürlich auch Beziehungen gehabt zu Frau Ries. Meine Frau war ganz wichtig, weil unter Juden das Vertrauen dann gleich da ist. Und Frau Ries hat alles uns offenbart und Thomas hat das auch selber mit begleitet. Und ich habe mit Frau Ries noch selber telefoniert, meine Frau auch bis kurz vor ihrem Tode. Ich sage das deswegen, weil es auch eine wichtige Botschaft noch gibt. Die Historiker gaben Dokumente aus. Sie stellen die in die Welt und sagen, oh, da ergibt sich dieser Verdacht, dieser Forschungsgegenstand. Aber ich finde, in meinem Beruf als Richter muss man auch darauf achten, was da für Folgen sind. Und wenn man nicht weiß, was dahinter steckt, dann darf man es nicht rausposaunen, insbesondere wenn andere Ergebnisse schon vorher historisch darliegen. Und wir haben dann mit diesen jungen Leuten, ich bin ganz begeistert, dass die mich als Senior so akzeptiert haben, haben wir das alles ausgegraben und das zusammengestellt. Und ich glaube auch, man sollte mal Fabian Ettrich und auch Carina Knapp-Kluge erwähnen, die unheimlich viel dazu beigetragen haben. Fabian Ettrich hat auch sowieso sehr viele Aktivitäten, weil er Ausstellungen macht, Beiträge schreibt. Neulich auch in Osnabrück eine Ausstellung gemacht hat, wovon wir auch profitieren werden. Und für mich ist ganz wichtig, wir haben schon gesprochen von der zweiten Schuld von Ralph Giordano. Die erste Schuld ist in der Nazi-Zeit, sind die Täter in unserer deutschen Gesellschaft. Die zweite Schuld war die nach dem Kriege, weil wir die Täter nicht bestraft haben. Und Daniel Kinney, ein Autor, ein Redakteur hier, der auch in Bremen gearbeitet hat, warum er hier weggegangen ist, eine trübe Geschichte. Der hat von der dritten Schuld gesprochen. Die dritte Generation der jungen Leute, auch der Historiker, ist dabei, sich von der Täterseite auf die Opferseite zu schleichen. Wir haben das schon angedeutet. Ja, der Karl Katz zum Beispiel, ja, der war ja Opfer, aber der hat mitgearbeitet bei den Deportationslisten. Man spricht von Helfershelfern der Täter, gerade aber auf der Opferseite. Ries ist auch passiert und wir müssen aufpassen, dass wir in der dritten Generation nicht anfangen, auf einmal so zu drehen und sagen, die Juden haben auch. Nein, die sind Opfer gewesen, sind immer Opfer gewesen und Alfred Ries hat seine Eltern verloren. Und das muss man mal sagen, dass der emotionale Zugang zu diesem Thema und das gehört auch zur Erinnerungsarbeit dazu. Dafür appelliere ich, dass man empfindet, haben es auch, was die Empfindung und die Gefühle angeht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Harms, für dieses. Herr Klingelöhl war, glaube ich, noch nicht dran. Da waren noch zwei Meldungen vorher. Herr Kuhn und der Herr dahinter, ich weiß nicht, wer von Ihnen zuerst war. Danach käme Harald Klingelöhl ran. Aber vielen Dank nochmal, Herr Harms, auch für den Begriff der dritten Schuld und der dritten Verfolgung. Den hatten wir heute ja rausgelassen, aber den finde ich in dem Zusammenhang auch ganz wichtig. Wenn noch vielleicht gleich noch jemand von euch da eingemeldet. Mein Name ist Fritz Dupatka. Ich war ziemlich mitgenommen, wahrscheinlich die meisten oder alle von uns, soweit wir diese Radio Bremen Filme gesehen haben. Und ich finde, damit müssen wir uns auseinandersetzen.
Also wenn ich eine Bitte an Herrn Hafke und sein Team hätte, wäre, das mal zu durchdenken, wie man Radio Bremen begegnen kann. Also entweder einen eigenen Film machen oder eine sonst geeignete Form finden. Ich bin dafür offene Diskussion. Es muss nicht diffamierend sein, überhaupt nicht. Aber es muss klargestellt werden, im Endeffekt, dass der frühere Vorsitzende Ries eine bemerkenswerte Persönlichkeit ist, die viel für Bremen und für den Verein geleistet hat. Und dieses Bild darf man nicht dadurch in Frage stellen, dass man so insinuiert, naja, da war wohl nicht alles in Ordnung. Das ist zu Recht vom Podium gesagt worden, der Mann musste sein Leben retten. Und das Schicksal seiner Familie hat er sicherlich auch vor Augen gehabt. Also das bitte ich doch mal in die weiteren Überlegungen einzubringen. Es ist klar, dass ein Verein mit so einem Medium wie dem örtlichen Sender vielfältige Beziehungen hat und auf allerlei Rücksicht nehmen muss. Deshalb wäre es vielleicht richtig, wenn die eigentlichen Autoren dieses Buches, wenn die das mit ins Visier nehmen und sich überlegen, wie man da vorgehen könnte. Okay, vielen Dank. Herr Kuhn wäre jetzt dran. Ja, das passt wunderbar. Mein Name ist Hermann Kuhn, ich vertrete die Deutsch-Israelische Gesellschaft und ich habe einen praktischen Vorschlag zu dem, was Fritz Topatka eben gesagt hat. Ich bin auch im Rundfunkrat von Radio Bremen, von den Grünen entsandt. Und wir haben 2, 3, 4 Wochen, nachdem die Sendung erschienen ist bei Buden und Binnen, den verantwortlichen Redakteur und den Redaktionsleiter eingeladen in kleiner Runde. Herr Ettrich war dabei, Thomas Hafke, Dirk Harms und ein, zwei andere noch und haben mit den beiden diskutiert. Also haben sie konfrontiert mit der offensichtlich anderen, wahrscheinlicheren Meinung. Es war eine Diskussion ohne abschließendes Ergebnis. Sie haben beide daran festgehalten, dass es ein möglicher journalistischer Beitrag gewesen sei. Sie haben auch ein, zwei Dinge eingestanden, dass die nicht klar waren. Dabei haben wir es dann belassen müssen. Ich habe das jetzt nicht im Rundfunkrat als offizielle Beschwerde eingereicht, weil ich das auch nicht, oder wir waren uns einig, dass wir das nicht auf diese Weise so öffentlich hochjagen wollten. Also mein praktischer Vorschlag ist, da einen zweiten Anlauf zu machen. Und ich würde gerne als Rundfunkrat wiederum, der Redakteur ist inzwischen nicht mehr bei Radio Bremen, macht aber nichts. Er muss trotzdem zu seinem Beitrag stehen und die Redaktionsleitung und den Programmdirektor noch einmal einzuladen, in direkter Debatte, nachdem sie die Gelegenheit hatten, das Buch zu lesen, nochmal zu konfrontieren mit dieser Auffassung. Und dann auch tatsächlich zu überlegen, ob sie in Form einer Rezension des Buches bei Buden und Binnen das korrigieren. Das wäre mein konkreter Vorschlag. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich für das Buch und die Veranstaltung. Ich freue mich sehr, dass wir als Verein das haben unterstützen können. Dankeschön. Okay. Harald Dingelbiel, vorne bitte. Harald. Mein Name ist Harald Klingelbiel. Zusammen mit Hans-Joachim Wallenhorst haben wir 1987 begonnen, uns mit der Vereinsgeschichte von Werder Bremen zu beschäftigen. Wir haben damals natürlich auch schnell die beiden auch in dem Buch vorkommenden Personen Alfred Ries und Leutnant Rosenthal, also Arthur Rosenthal, kennengelernt, konnten die in der Gesamtdarstellung der Vereinsgeschichte nur anreißen und nicht genau würdigen. Jetzt würde ich ganz gerne noch mal was sagen zu den Grundlagen, weswegen wir damals, was ja hier richtigerweise als Grundlage dargestellt worden ist, wie das entstanden ist, diese 7 oder 8 für uns damals oder für mich damals relevanten Verfolgungsschicksale anzugucken. Ich bin Anfang des Jahrtausends freiberuflich tätig geworden und habe unter anderem mich intensiver mit der Vereinsgeschichte befasst. Und dann kam Hupes damaliger Vorläufer oder Vorgänger, Klaus-Dieter Fischer, mit mir ins Gespräch in der Frage, Herr Klingelbiel, was können wir eigentlich noch tun, um zwei Ebenen zu erreichen, zwei Sachen zu erreichen. Das eine,
überhaupt zu gucken, welche und wie viele Juden es eigentlich als Werder Vereinsmitglieder gegeben hat. Und die zweite Ebene, könnten wir darüber rausfinden, ob sich die Mehrheitsvereinsmitglieder, die ja eigentlich, wie die sich eigentlich verhalten haben zum erklärten Feind des Nationalsozialismus, also unter anderem im Verhältnis zu den Juden, um eben zu gucken, was macht eigentlich die große Masse der Vereinsmitglieder mit eigentlich schon auf der Abschussliste stehenden Juden. Das war der Beginn dieser Auseinandersetzung und ich habe damals diese Untersuchung begonnen und habe natürlich aufbauen können auf Alfred Ries, der uns bekannt war, die Familie Rosenthal, also Vater Rosenthal und zwei Söhne, die beide im Ersten Weltkrieg für Deutschland gekämpft haben und die beide umgebracht worden sind. Der dritte Sohn war zu jung, es war sein Glück, war zu jung, sodass er nicht oder dass er überleben konnte. Mir ging es so darum, dass Werder versucht hat, damals wie gesagt, eine etwas andere Herangehensweise zu machen. Damals war die Frage, die politische Frage, Fußball und Gedächtnis, Fußball und Verfolgungsschicksale nicht so relevant. Das, was ich eben gesagt habe, das war der Einstieg damals über Klaus-Dieter Fischer, der das dankenswerterweise so vorangetrieben hat. Ja, vielen Dank, Herr Recklingbiel. Waren jetzt noch weitere Wortmeldungen, die ich möglicherweise übersehen habe? Dann würde ich vielleicht nochmal diese Anregung, weil das scheint ja auch der Punkt zu sein, der jetzt hauptsächlich so ein bisschen interessiert und brennt, ob man da jetzt im Nachgang noch irgendwas macht, was diesen Beitrag angeht bei Radio Bremen. Da war eben die Anregung, Thomas, direkt an dich, ob ist davon irgendwas noch an Initiative geplant vom Autorenkollektiv oder... Nee, wir haben da jetzt, also wie gesagt, wir haben da nicht dann mehr weiter drüber nachgedacht, nachdem wir uns dann mit dem Redakteur und so weiter der Redaktionsleitung getroffen haben. Das fand ich toll, dass Hermann da sofort aktiv geworden ist. Und ich habe ihn ja auch darauf angesprochen, sag mal, hast du den Film gesehen? Und er hat sofort gesagt, da müssen wir was machen. Und dann war das für mich das Thema auch erledigt. Aber was jetzt Hermann gerade sagt, das finde ich natürlich toll. Das wäre natürlich eine schöne Geschichte. Man könnte ja auch mal einen Film über Ries machen. Ne? Also das ist ja eine super spannende Geschichte, was die er so durchlebt hat. Und vielleicht nicht nur einen Dokumentationsfilm, sondern man könnte auch einen Spielfilm darüber machen. Vielleicht kann Radio Bremen mal ein bisschen Geld zusammenkratzen und also vielleicht einen super schönen Film über ihn machen. Also das wäre klasse. Ich glaube, das wär auch unglaublich spannend, was der alles erlebt hat. Genau. Also, ja. Also ich würde nochmal vielleicht eine kleine Anregung im Vorfeld, und das dauert ja jetzt sehr lange, auch erlaube ich mir mal als Moderator, der auch sehr viel gelernt hat, jetzt auch von euch, von Ihnen, auch in dem Vorgespräch mit Sabine Pamperien. Das ist ja an der Grenze zwischen Journalismus und Geschichte findet das ja statt. Und als Journalist weiß ich ja, wie unter welchen Bedingungen teilweise journalistische Beiträge entstehen. Da ist dann nicht gar nicht die Zeit da. Also das soll keine Entschuldigung sein, aber nur die Produktionsbedingungen, alles bis zum Ende zu erforschen, und man muss trotzdem für seine Redaktion mit irgendeiner Story dastehen und irgendwas raushauen. Da könnte man zum Beispiel, würde ich sagen, ein Lehrstück draus machen, ohne Vorwürfe zu sagen, mit Radio Bremen eine Art Symposium. Wie entstehen eigentlich solche Beiträge? Denn das ist ja kein Einzelfall. Wie verhält sich journalistische Arbeit mit geschichtswissenschaftlicher Arbeit und dann noch mit diesem moralischen Aspekt, was alles reinspielt? Das wäre, finde ich, ein sehr guter Effekt. Und außerdem, wie Frau Pamperien gesagt hat, wäre sie ja überhaupt nicht auf das Thema gestoßen, ohne dass dieser Beitrag gekommen wäre, zumindest ein Gutes hat er her gehabt. Darf ich da ganz kurz was zu sagen? Ich finde die Idee grundsätzlich gut. In diesem konkreten Fall halte ich sie für nicht zielführend, weil dieser Beitrag sicherlich eines nicht war, nämlich unter Zeitdruck erstellt. Ich kann mich sehr gut an die Historie dieses Beitrages erinnern, dass Rainer Kahrs mich mal ansprach, als ich bei Buten und Binnen in der Maske war für ein Interview im Studio, und er sagte, ich habe da ganz neue Dinge über Ries, kann ich da auch Sie mal vor die Kamera holen? Da habe ich gesagt, ja, natürlich. Und dann gab es intensiven Mailverkehr, auch mit unserem Direktor Kommunikation, weil ein ganz hoher Zeitdruck da war und wir aber sagten, es gibt terminliche Probleme. Und dann war 5 Monate Ruhe.
5 Monate und dann erst hieß es, oh, jetzt habe ich Zeit, jetzt machen wir mal den Beitrag. Also sozusagen journalistische Ungenauigkeit wegen Zeitdruck, darauf wird man sich hier nicht zurückziehen können, sondern es war genau so, wie es in dem Buch steht. Es gab eine Sichtweise aufgrund der Quellenlage, die eben nicht den Blick hatte, der jetzt in dem Buch hergestellt worden ist, und diese Sichtweise sollte sozusagen dargestellt werden, und die wäre auch 6 Monate später genau mit diesem selben redaktionellen Inhalt gekommen. Also darauf kann man sich da nicht zurückziehen, und das muss man, glaube ich, auch klar benennen. Okay. Aber umso wichtiger, das nochmal aufzuarbeiten, weil das ja nicht nur Sache eines einzelnen Autoren ist, sondern einer ganzen Redaktion, die dann dafür verantwortlich ist. Gut, wenn ich jetzt keine Wortmeldungen mehr sehe, möchte ich gerne die Veranstaltung beenden, mich bei allen Beteiligten und Ihnen bedanken. Also ich finde, es ist sehr deutlich geworden, dass die Fußballfamilie, zu denen ja die meisten von Ihnen auch gehören, dass die sehr viel beiträgt dazu, Erinnerungen an den Nationalsozialismus, an die Verbrechen aufrechtzuerhalten und nach vorne zu denken und ein widerständiges Element heute in der Gesellschaft darstellt. Da hinten habe ich noch eine Wortmeldung gehört. Und natürlich auch solche Leute wie unser Forschungsteam hier, Autorenteam, weiter zu unterstützen, solche wichtige Arbeit zu machen. Aber jetzt habe ich da hinten jemanden übersehen, dem gebe ich jetzt das Schlusswort, bitte. Ja, das steht mir sicherlich nicht zu, aber vielen Dank. Mein Name ist Hermann Queckenstedt, der ist eben schon mal gefallen. Und ich möchte eigentlich kurz sagen, warum Sie heute das Buch haben und wir vor dem Osnabrücker Dom Alfred Ries. Der steht nämlich als Standfigur im Rahmen dieser von Hubertus Heß-Grunewald angesprochenen Ausstellung zwischen Erfolg und Verfolgung, die die DFB-Kulturstiftung und andere in die Wege geleitet haben, die in Bremerhaven war, aktuell vor dem Osnabrücker Dom. An sich gehört diese Figur von Alfred Ries und andere nicht zu dieser Ausstellung. Wir haben sie ergänzt. Wir haben sie deshalb ergänzt, weil wir 2019 schon mal diese Ausstellung hatten. Der Hintergrund ist eben schon gefallen. Ich war mal Präsident des VfL Osnabrück und ich war auch Mitglied im Kuratorium der DFB-Kulturstiftung und als Direktor des Diözesanmuseums. Ich habe die Zwangsarbeit für die katholische Kirche aufgearbeitet und hier eine ganz berührende Begegnung mit einer ehemaligen Zwangsarbeiterin im St. Josef-Stift gehabt. Das war einer der Höhepunkte und emotionalsten Momente meiner Berufstätigkeit. Da war es uns ein großes Anliegen, diese Ausstellung zur Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit Anfang März nochmal nach Osnabrück zu holen. Es werden dort 16 Personen dargestellt, namentlich benannt. Dazu gehört auch Gottfried Fuchs und Julius Hirsch. Gottfried Fuchs hat bei den Olympischen Spielen in Stockholm 1912 10 Tore gegen Russland geschossen. Das ist der Rekord eines Nationalspielers. Die Erinnerung an diese beiden Nationalspieler ist über Jahrzehnte beim DFB getilgt gewesen. Die tauchen nach dem Krieg zunächst in den Listen nicht auf. Und ich finde, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir an solche Menschen erinnern, dass wir aber auch an Menschen erinnern, da würde ich jetzt Alfred Ries nicht dazu zählen, sondern es gibt noch 5 weitere Personen, 2 Spieler des SV Meppen aus den 10er und 20er Jahren, 2 Funktionäre aus Osnabrück und ein Mädchen namens Lea Levi, die Tennis gespielt hat in Osnabrück, die wir nochmal besonders gewürdigt haben. Damit kriegen wir eine andere Betroffenheit. Ich würde gerne noch mal auf die Frage zu sprechen kommen, was bewirkt denn die Erinnerung und was bewirkt die Erinnerungskultur? Im Zusammenhang mit der ersten Ausstellung bekam ich eine Einladung, also ich habe mich viele Jahre mit Sportgeschichte, mit diversen und pluralen Ansätzen im deutschen Sport bis 33, 34 beschäftigt. Und habe dann vor der Jahrgangsstufe 10 eines Osnabrücker Gymnasiums einen Vortrag gehalten, Sportler im Visier der Gestapo in Osnabrück. Ich habe anfangs gefragt, 80 Schülerinnen und Schüler, wer von euch glaubt, dass Sport mit Politik zu tun hat? Da hat keine Handvoll aufgezeigt. Als ich nach dem Vortrag gefragt habe, haben alle aufgezeigt. Und ein Mädchen hat gesagt, dass so etwas in unseren Vereinen geschehen ist,
dass Menschen aus den Vereinen, in denen wir heute noch aktiv sind, ausgegrenzt worden sind, das berührt mich zu tief und ich stelle mir vor, was mit mir wäre, wenn ich morgen nicht mehr Fußball spielen dürfte. Ich glaube, das erzeugt eine gewisse Unmittelbarkeit und das macht auch deutlich, warum diese Arbeit so wahnsinnig wichtig ist. Die Ausstellung im Dom, da war ich sehr dankbar. Wir hatten Kooperation mit der aktiven Fanszene des VfL Osnabrück. Die hat die Figur des Felix Löwenstein finanziert. Nachdem ist auch vor einigen Jahren im Umfeld des Stadions ein Weg benannt worden. Die Figur geht in das Eigentum der Fanszene über, des Fanprojektes. Und die wird dort für Lernort Stadion, für Jugendkulturarbeit eingesetzt. Dasselbe wird bei Werder Bremen geschehen. Hubertus Hess-Grunewald hat dankenswerterweise die Figur von Alfred Ries mitfinanziert. Die geht selbstverständlich dann hierher zu Werder Bremen. Und der Vorstandsvorsitzende des SV Meppen hat die beiden jüdischen Spieler des SV Meppen finanziert. Wir haben noch einen zweiten Aspekt. Und das finde ich, da habe ich mich so wahnsinnig gefreut in den letzten 3 Monaten. Diese Lea Levy, von der ich gerade gesprochen habe, gehörte 1924 zu denjenigen, die aus dem Osnabrücker Turnverein als jüdische Mitglieder weit, weit vor Beginn des Nationalsozialismus ausgeschlossen worden sind. Die war 10 Jahre alt und es sind dann Schülerinnen hingegangen. Im letzten Jahr gab es den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Da war Sportgeschichte ein Thema. Ich konnte auch welche aus dieser 10. Jahrgangsstufe des Angela-Gymnasiums motivieren. Aber es sind Schülerinnen, insgesamt 7 aus der Gesamtschule, integrierten Gesamtschule Osnabrück-Eversburg, Gymnasium Bad Iburg hingegangen und haben einen Podcast über Lea Levy gemacht. Dieser Podcast sollte münden in einen Gedenkort an dem Stadion, das von dem Nachfolgeverein des OTV, der die Juden ausgeschlossen hat, betrieben wird. Und ich muss jetzt etwas ganz, ganz Bitteres sagen. Dieser Verein als größter Osnabrücker Sportverein, der Osnabrücker Sportclub, hat es über Jahrzehnte nicht fertiggebracht, sich dieser Vergangenheit, dieses Ausschlusses zu stellen. Henry Wahrlich, das ist einer, die Insider kennen den, der arbeitet im Deutschen Fußballmuseum jetzt, der hat sich mit unserer regionalen jüdischen Sportgeschichte in Niedersachsen und Bremen intensiv beschäftigt. Der hat diese Gruppe auch mit betreut. Entschuldigung, kommen Sie kurz zum Ende, bitte. Ich komme sofort zum Ende. Es ist gelungen, aus dieser Initiative einen Gedenkort an diesem Stadion zu errichten. Da steht jetzt ein Mahnmal, ich hätte auch eine kleine PowerPoint, aber ich bin ja nicht ganz pünktlich gewesen, gehabt. Da steht ein Mahnmal, das Schülerinnen errichtet haben in Eigenleistung, in ihren Kunstkursen und das letztlich zeigt, dass das Engagement junger Menschen für die Erinnerungskultur große Auswirkungen und großen Erfolg haben kann. Und ich glaube, das ist... Die Botschaft ist sehr angekommen, glaube ich. Vielen Dank. Ich möchte noch einen Satz sagen. Ein Satz geht noch. Es ist mitentscheidend, dass junge Menschen, die ohne die Zeitzeugen, die langsam sterben, aufwachsen müssen, diese Botschaft, diese Erinnerung an den Holocaust weitertragen. Okay. Der letzte Punkt, da vorne liegen Hefte. Mm. Über diese ganze Geschichte steht im NFV-Journal, im aktuellen, einiges drin. Okay, vielen Dank. Die Hefte können wir uns mitnehmen alle. Wer mag, kann dann auch eine Spende dalassen, die jüdische Gemeinde in Osnabrück. Die nimmt im Moment ukrainische Flüchtlinge auf. Okay. Wer es nicht mag, nimmt das Heft so. Okay, alles klar. Vielen Dank, dass wir auch dieses konkrete Beispiel an Erinnerungskultur aus Niedersachsen noch gehört haben. Ich möchte jetzt trotzdem, ich glaube,
Das hat alles nochmal das bestätigt, was wir eben gesagt haben in seiner Wirkung und wie Sie dieses Projekt aufgezäumt haben. Das war jetzt vielleicht ein bisschen lange, aber ich finde, das war ein sehr gutes Beispiel, wie solche Projekte funktionieren, auch mit Bildungseinrichtungen zusammen und auch nochmal das bestätigt, dass dieses Lebensumfeld, in dem Jugendliche sich aufwachsen, da sehr, sehr entscheidend dafür ist. Also vielen Dank nochmal an alle für Ihre Beteiligung, auch an Sie, dass Sie so lange ausgehalten haben, und schönen Abend noch.